verprügelt mit Punchlines. Verprügelt mit einer verprügelt mit Punchlines. So, herzlich willkommen zu Verprügelt mit Punchlines. Hi! Mit Ivan Thieme, mit Falk Pirczek, hi. Jonas Imam, das ist die Folge, ihr seid jetzt drin. Bang. Geil. Sehr gut. Das war hier ohne Umschweife, also waren schon, aber ihr habt die nicht mitgekriegt. Wollen wir gleich in einen geilen Themensalat gehen? Darf ich euch auf einen Salat einladen? Ja, bitte. Ich habe nämlich, was für ein Salat? Ich hab nämlich auch ein Essensthema dabei. Ja, okay. So, weil, also, ich krieg jetzt schon Hunger. Ne, man muss ja sagen, was eint die Leute? Erstmal hier schön flüssiges Menü trinken. Hertha BSC! Hertha BSC! Ja, aber ich meine, Fußball eint die Leute. Fusi, die Leute lieben Fusi. Was lieben sie noch? Lieben Leute noch außer Fusi? Ausländer hassen. Ausländer hassen, ja. Leute hassen Ausländer zurzeit, absolut. Man sagen. Nicht nur zurzeit, ist eine Tradition. Ja, aber gerade ist richtig doll. Smartphones. Lieben die Leute. Was muss man aber vielleicht 2-3 Mal am Tag machen? Jeder. Feuerwerk zünden. Feuerwerk zünden auf jeden Fall. 2-3 Mal am Tag. 2-3 Mal am Tag, manchmal mehr. Bitte? Pinkeln auch. Du bist jetzt alles richtig. Ich hab noch nicht, aber es ist noch nicht essen. Das, was ich suche. Toll. Sehr gut. Die Leute müssen essen. Ja. Das eint uns doch alle. Und ich war bei meiner Freundin und ihrer Familie mit unserer Tochter über Weihnachten. Und wir waren schon ein paar Tage früher da. Frohe Weihnachten nachträglich. Frohe Weihnachten. Und guten Rutsch. Ich sag's jetzt schon. Und guten Rutsch. Ja. Guten Rutsch. Und dann gab es den Moment, wir waren da mit unserer Tochter und es war alles einfach ein bisschen, es war viel los, es war einfach ein bisschen anstrengend und deswegen hatte ich jetzt keine Muße zu kochen. Normalerweise übernehme ich das ja gerne, aber da war ich so. Du bist ja der Koch. Du bist ja der Koch. Ich bin in der Beziehung mich der Koch. Genau. Nee, und auch die, du meintest ja auch mal, dass die Eltern deiner Freunde sagen, das ist der stimmt, Koch. Das ist der kleine Koch. Das ist der kleine Koch. Der kleine Koch. Oh, so ein schönes Kinderbuch. Der, ja, kleine, der kleine Koch. Der kleine Prinz, der kleine, der kleine Koch. Ja. Der kleine Koch ist die sozialistische Variante von der kleinen Prinz. Zuerst, das ist ein Typ, der Kette raucht. Ist eigentlich ein schönes, um all diese Bücher durchzugehen, du kannst dann so James and the Giant Peach und du bist aber so an der Ecke und, ja. Und ja. Schneidest sowas so ab. Das kann man auch nicht kaufen, sondern kann man nur leihen. Und ich wollte, also nicht ich wollte, ich habe Essen bestellt. Ja. Ich werde das Restaurant zu nicht... Zu Weihnachten? Nee, das war 1 oder 2 Tage vorher, aber nicht viel vorher. Aber für Weihnachten? Nee, nicht für Weihnachten. Achso, einfach nur. Achso, so ich dachte nee, wir waren so Weihnachtszeit, okay. Und es war schon... Also es waren, glaube ich, 23. oder 22. Okay. So, und wir sind ja jetzt, und jetzt wird es ja interessant, in einer super ländlichen Ecke. Ja. Also das ist wirklich, dagegen ist die Ecke, aus der ich komme, wirklich... Ungefähr welche Gegend war das nochmal? Stuttgart rum? Ja, nee, eher, sagen wir so, wir orientieren uns so Richtung Freiburg. Ich möchte nicht sagen, wie die Stadt heißt. Der Ort, das ist wirklich ein Örtchen, da ist gar nichts. So, und es sind so ganz viele kleine Örtchen, wo alles nichts ist. Das heißt, du hast ja eine Auswahl in Restaurants von 4 bis 6. Es gab 6 Restaurants. Aber die sind ja sicherlich gut, ne? Weil die machen ja, die spezialisieren. So, und jetzt, ja. Ivan, jetzt wird's interessant. Ja. Wir hatten einen Dönerladen, wir hatten einen Inder, ja. 4 Italiener. Und es war alles derselbe. So. Natürlich haben wir nur einen anderen Bart angeklebt. Ja, einfach immer also es war auch immer ein Bart, aber es war immer ein anderer Bart. Andere Seite auf Lieferando, ja. Selbe Adresse. Unglaublich. Also ich glaube, das könnte man abziehen. 100%. Einfach ja. Das ja. Anbieten einfach. Ja. Absolut. Ja. Und ich habe Italienisch bestellt. So. Ja. Und ich habe da, also erstmal ist das Lustige, da, man musste da anrufen. Warte mal, was war dein Gedankengang? Weil du hattest diese Option, aber du wusstest auch, wo du bist. Hast du ich wusste, wo ich bin. Hast du so Mathe gemacht nach dem Motto, was wird hier am ehesten noch halbwegs gut sein? Nee, pass auf, ich hab wirklich einen großen Fehler gemacht und dafür möchte ich mich jetzt entschuldigen. Ja. Bei unseren ZuschauerInnen, entschuldige bei euch. Dich bitte in Kamera 2. Ich würde mich da entschuldigen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, das ist ein sehr menschlicher Fehler und es ist auch ein Fehler, der euch wahrscheinlich schon mal passiert ist. Ihr habt, und ich habe das auch gemacht, der Einschätzung anderer Leute vertraut. Und das ist ein großer Fehler. Das ist Kardinalsfehler. Manchmal muss man nämlich überlegen, also, ne, man kriegt ja manchmal Essensempfehlungen. Mm. Aber dann muss man ja überlegen, wie gehaltvoll und realistisch ist diese Essensempfehlung. Ja. Wie alt, wer spricht die aus? Wer spricht sie aus? Ja. Ganz wichtig, wer spricht sie aus? Von wann ist sie? Ist es eine Essensempfehlung von, so, dachte, wir waren da vor 4 Jahren mal dachte, und das war passabel? Ich dachte, von wann ist die Person? Traukeil ja, macht sich ja. Ey, nicht bei Essen. Die fressen alles. Ja. So, der Hungerwinter 43 hat die alle ruiniert. Ja. Diese Kartoffelschalen, toll. Und zumindest hieß es dann, ja, das Restaurant war irgendwann, als wieder irgendwann waren, ganz gut. So, wir hatten den Tag davor bei einem Inder schon bestellt, der überraschend gut war.
Wo okay. ich so wirklich gesagt habe, okay, aber indischen Essen hatten wir schon mal, dem kannst du relativ vertrauen. Ja. Im schlimmsten Fall ist es ein bisschen unterwürzt. Mhm. Das ist eigentlich so Worst Case. So, und ich habe da angerufen, weil die waren noch nicht mal auf Lieferando. Man musste da noch anrufen. Was für eine Stimme hörst du, als du da angerufen hast? Eine Italienerin. Mhm. Und da bin ich ja erstmal so, okay. Francesca. Francesca. Ah! Und es ist erstmal, also es ist wahnsinnig laut. Sie spricht relativ gebrochen Deutsch. Aber das finde ich ja super. Ja. Kein gutes Deutsch, ich gebe das durch, sie ruft was Italienisch in die Küche, mir geht das Herz automatisch auf. Automatisch auch ein bisschen schlechter Deutsch gesprochen. Nee, ich habe noch mehr gelispelt. Ich lispel ihr da einen ins Telefon. So, und da geht mir das Herz auf, weißt du? Ich gebe was durch und es wird Italienisch in die Küche geschrien. Da bin ich ja erstmal, Gefühl kriegt man wirklich erstmal ein gutes Gefühl. Boah, das ist ja super authentisch bis jetzt. So. Ja, denselben Fehler habe ich auch Rügen gemacht. So. So, dann. Aber bis jetzt ja alles gut. Dann stellt sich bei mir kurz, schon. Wie sah denn die Online-Präsenz aus? Also, wo gab es eine Webseite? Es gab eine Webseite. Gab es einen Flyer? Das ist ja, noch ja da wird noch richtig geflyert. Eine alte Druckfirma. Ja, da kann man immer noch an den Kühlschrank gehen und was abnehmen. Genau. Ja. Nee, die hat eine Internetseite, die sich gerade. Und da hätte ich misstrauisch werden müssen. Das ist ja so eine alte HTML-Seite wahrscheinlich. Nee, die Seite stand da, war gerade im Umbau. Und ich hätte wissen müssen, dass die Seite vermutlich seit Jahren im Umbau ist. So wie deine Homepage? So wie meine Homepage. Weißt du? Und da sollte man ja schon mal misstrauisch werden. Außer bei mir kommst du beim Solo immer zu viel Falk-Pulcheck. Falk-Falk-Falk.de. Und und dann passiert schon mal was wahnsinnig Sonderbares. Sie quatscht Italienisch und auf einmal höre ich einen anderen Mann. Und es ist kein Gag. Ich denke mir das nicht aus. In einem absolut, ich weiß nicht, was der Dialekt da ist. Ich kann ihn nicht zuordnen. Es klingt ein bisschen wie so dolles Schwäbisch. Dolles Schwäbisch. Ja. So ein bisschen alemannisch passt auch noch. Darüber reden, dass man ja hier in der Region gar nicht mehr so gut Polarlichter sehen kann. Und das hat ja was damit zu tun, dass die Erde immer wärmer wird. Und deswegen gibt es hier keine... Während sie Italienisch in die Küche ruft. Und ich höre das laut. Ich höre das nicht, als wäre das in einem anderen Raum. Sondern und es ist auch hätte keine Fernsehsendung. Überhaupt das ist auch einfach faktisch falsch. Exakt, es ist komplett falsch. Es ist komplett zu 100% falsch und es klang so, als hätte er ihr kurz das Handy weggenommen, um mir diese falsche Sache über die Polarlichter zu erzählen. Das bedeutet, da kommt jemand aus dem Norden. Das ist nicht Italien. Nein, es ist wirklich gar nicht Italien. Das wäre mega funny gewesen, wenn du gesagt hättest, ach ja, und wir hätten gerne noch das Tiramisu dazu und können Sie dem Mann bitte sagen? Ja. So, und ich leg auf und dann, nächste Sache, wo ich hätte misstrauisch werden können, weil, und ihr werdet merken, das ist eine Geschichte voller Red Flags, aber, wo ich die Reißleine nicht gezogen habe. Ja. Ich muss in dieser Geschichte 20% auf mich nehmen, weil die Frau dann nämlich meinte, wir haben viele Sachen bestellt. Wir können ja mal durchgehen. Mhm. Wir hatten zwei Pizzen. Was für Pizzen? Eine Salami, eine Margarita, ganz klassisch, ganz klassisch. Bruschetta haben wir gehabt. Dann einen gemischten Salat. Mhm. Und ich hatte eine Pasta. Die Pasta war mit Brokkoli und Salsiccia. So, also. Das ist, was wir haben. Ja. Fünf Sachen. Fünf Sachen, wo man sagen kann, der braucht die Küche ein bisschen. Hat sie gesagt. Aber das sind einfache Sachen. Holen Sie das in 15 Minuten ab. Ja. Das ist zu schnell. Na, das haben die ready. Nee, aber vielleicht, weil so wenige einfach los ist, dass sie einfach jetzt anfangen. Das bekommen. Ist zu schnell. Aber das ist wirklich zu das schnell. Das ist zu schnell. Kartoffeln brauchen 15 Minuten. Ja. Also eine Pizza in 15. Wenn du richtig schnell bist, kriegst du. Ofen hast, und wenn nichts los ist. Ja. Aber eine Pasta, eine Brokkoli-Pasta. Wie hast du reagiert? Misstrauisch. Da war ich misstrauisch. Aber vielleicht ist es so ein Formel-1-Dieb, dass sie so. Also so einfach so ein so perfekte Maschinerie. Nee. Vielleicht ist das einfach. Wisst ihr, was es bei einem Formel-1-Boxenstopp nicht gibt? Ein Typen, der den anderen was von Polarlichtern erzählt. Wisst ihr, was ich meine? Aber das ist eine Maschinerie. Also eine Brokkoli-Salsiccia-Pasta. Gut, die Pasta, die dauert 10 Minuten. Die Brokkoli-Salsiccia, wenn du die zum gleichen Zeitpunkt... Nee, den Brokkoli musst du kochen, der muss blanchiert werden. Dann muss der da rein, aber vorher muss die Salsiccia rein. Der kann da vorgekocht sein. Ja, kann er. Ja. Aber dann bist du immer, also sag mal so, dann bist du bei 15 Minuten immer noch bei einer Top-Zeit mit perfekter Prep. Aber jetzt können wir ja sagen, vielleicht nimmt man es da unten nicht so genau. Dann heißt 15 Minuten, kommst du hin, wartest du noch 5 Minuten. Weil vielleicht hat die Zeit auch anders. Also Raum und Zeit funktioniert auf dem Dorf anders. Ja, ja. Also, oh, das habe ich auch gemerkt. Ja. Weil das kein Polarlicht gibt. Kein Polarlicht. Ja. Ist ja quasi kein Polarlicht. So, und dann, also, die Mutter meiner Freundin ist so nett, das Essen abzuholen. So, ja. Das Essen kommt an. Und es war, glaube ich, und es tut mir jetzt sehr leid, weil ich weiß, dass Leute von da auch den Podcast hören, ich werde euch das Herz brechen, aber wir müssen ehrlich miteinander sein. Es war vielleicht
mein schlechtestes Essen 2023. Muss ich wirklich sagen. Ja, das, ja. Oder ist eine späte Einreichung. Und oder? Das ist es ja, nämlich. Ja. Das kam ganz hinten raus. Das fast aus dem Jahr raus. Das kam ganz hinten raus. Das ist dann, wenn man so nochmal das letzte Spiel in der Saison verkackt. Ja, ja. Also das. Ja, ja. So, fängt man sich nochmal am Ende nochmal so noch 0-7 ja, gegen Union. 20-0. Wo man genau weiß, da war niemand mehr wach. Ja. So. Erst wie hast du reagiert? Du bist ja jemand, der sich auch, wenn er sich ganz so anstrengt, dass er eigentlich alles essen kann. Also, nein, nee, das ist vollkommen nicht, falsch. Aber vollkommen, ist eine der falschesten Annahmen, die du wahrscheinlich in unserer Zeit als Freunde jemals über mich gemacht hast. Aber ich denke, nee, weil, also das ist einfach ich sage so, ja nicht, dass du das bewusst machst. Ich kann aber, das nicht essen, aber du, ich hungere dann. Du, also, ich würde auch sagen, er ist ja eher speziell. Erinnere dich mal, wenn wir Burger essen, dann isst auch nicht alles auf das und stimmt, so. Ne? Also der ist da schon. Also ich bin leider da super pingelig. Also wir fangen an. Wir machen mal eins, nach dem anderen gehen wir jetzt schön ab. Okay. Also, wir fangen an mit der Bruschetta. Da freut man sich ja doch. Man denkt ja, ach, knackig, frisch, man will ja da Widerstand haben. Dickes Schwarzbrot. Schwarzbrot? Zwei Daumen dick. Zwei Daumen dickes. Grobkörnig oder? Nee, also nicht Vollkorn. Grobkörnig, das ist nicht ja schon Vollkorn. Das ist ja schon ein Schock. Ja. Ey, wirklich, da sind mir die Gesichtszüge entglitten. Und das Ding war, die Familie. Die in Italien jemals von Schwarzbrot gehört? Die Familie meiner Freundin bringt das Essen hoch, setzen sich alle hin und sind so, hey, können wir vielleicht mitessen? Wir hatten noch ein bisschen Hunger. Und er hat gesagt, natürlich, ich mag das ja, wenn wir Leute zusammen essen. Das finde ich ja wirklich gut. Die setzen sich hin und es das heißt, weil ich weiß, dass die das Restaurant mögen, ja, dass ich jetzt nicht. Du musst schauspielern. Ich wirklich. Was ist meine Motivation? Weil, die Familie. Es war wirklich so. Weil wenn ich mit Nene zu zweit gewesen wäre, ich hätte ja einen Gag draus gemacht. Ich hätte ja 20 Minuten nur darüber geredet, wie schlecht das ist. Nein, ist das gut. So. Du warst in diesem Essen, du warst in diesem gefangen. Du hast ich war gefangen. Ja. Also hole ich da diese zwei Daumen dicke Schwarzbrotbrote. Alter Vater, das ist ja mit so, das war richtig dick. Und die waren so soggy, dass ich es mit zwei Händen halten musste, weil es sonst abgeklappt wäre. Ja. Es war ungetoastetes, durchgesupptes, zwei Daumen dickes Schwarzbrot mit ein bisschen Tomate. Da war ich schon raus. Da war ich innerlich, möchte ich ehrlich sein, stocksauer. Ich habe gekocht, ich war wütend, weil ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Ich hatte Hunger. Ich habe darauf gewartet. Ich hatte richtig Bock. Ja. Und das ist ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schlechtes Lieferessen kann mir wirklich einen Abend ruinieren. Ja, vor allem, wenn ich cool. Hunger habe. Ja, weil du cool. bestellst ja immer, wenn du Hunger hast. Du bestellst ja immer, ich habe Hunger und ich habe keine anderen Optionen. Ja. Ich bin euch ja ausgeliefert. Ja. Das ist ja wirklich ein Trustfall in eure hoffentlich mehligen, warmen Hände. So, Punkt Nummer eins. So. Bin ich schon wütend. Stocksauer bin ich. So. Mache ich die Pizza auf? Ich habe eine Salami bestellt. Ja. Weil ich ja auch dachte, habe ich ja von dir gelernt, dass ja die große Jonas Imam weiß. Sogar halt wieder Schwarzbrot. Mit Salami drauf. Das ist einfach. Das ist so funny. Es wäre so lustig. Aber einfach ein großes, flaches. Ja, ja. Mit so Salami, bisschen Butter. Und es wäre rückblickend dran besser gewesen. Ja. So, und dann. Mache ich die Pizza auf, die Pizza Salami, hat ja Jonas mir beigebracht, stimme ich ihm auch zu, ist mit der Margarita die fehlerunanfälligste Pizza. Ja, man kann sehr wenig falsch machen, ja. Sollte man meinen, oh Gott, dass das nicht geht. So, also die Salamischeiben waren so groß, dass ich mir sicher war, dass die das aus einer 99 Cent Ja-Salami-Packung genommen haben. Ja. Weil die halt so groß waren. Ja. Das ist ja keine. Also, weißt du, was ich meine? Sherlock-mäßig war so, nee, ich vergleiche das hier. Naja, aber guck mal. Nee, das macht ja Sinn, ja. Aber, oder ihr kennt es ja auch. Diese Familie musste aus Italien fliehen, weil sie so kochen. Die haben die vertrieben. Das ist ja wirklich Vertriebene. Ja. Das ist ja wirklich. So, und dann das nächste Ding. Die waren so lieblos dahingerotzt, dass quasi in der Mitte so eine Erhöhung von so 8-9 Salamischeiben war. Oh. Die man dann so auseinander. Also es war insane. Die Pizza. Also, die Pizza. So schaffen die 15 Minuten. Ja. Ja, du musst irgendwo einsparen. Die waren einfach bam, bam, bam. Drauf damit. Weg damit. Ab in den Ofen. Mit der Bewegung. Ja. So eine Katze, die auf dem Rücken spielt. So, und da. Also das ist da, krass so, wenn die dann stolz sind. Aber ja, wir schaffen das. Ja, anstatt zu sagen, nee, wir machen 22, aber dann kann man es essen. Ja. Wie war der Teig? Wie war der so, Käse? Weil das war nämlich das nächste Ding. Der Teig und die allgemeine Knusprigkeit war wirklich absolut hervorragend. Ah, okay. Es war also wirklich top. Wo ich mir auch denke, aber warum ruiniert ihr es denn? Ja. Ihr habt doch den Teig, ihr kriegt's ja hin. Und dann rotzt ihr mir diese billige
Pissalami ins Gesicht, was natürlich auch wieder daran liegt, dass wir da in der Ecke sind, wo du den Leuten auch billige Pissalami ins Gesicht rotzen kannst. Ja. So, ich nehme einen Bissen, furchtbar, wirklich, völlig übersalzen. Es gibt, man kennt ja diesen Geschmack von billiger Salami, das ist ja nur Salz, schmeckt ja nach gar nichts, das ist ja nur Salz, das Fett tropft runter. Ich so, okay, gut, vielen Dank, erstmal nicht. Deswegen darf man die im Wald nicht öffnen, ne? Weil dann sonst Rehe kommen. Ja, und dann lecken dann dran, ja, ja, ganz, das will ich aufpassen. Den Joke verstehe ich nicht. Weil es so salzig ist, die brauchen. Es gibt so das. Salzsteine, die, die an, wenn du Rehe so in Gefangenschaft siehst, dann haben die immer, gibt's irgendwo, hängt immer so ein Salzstein, weil die dann hingehen und das ablecken. Die mögen das. Die lieben Salz. Ey, das ist so ein Fakt. Also, das hätte ich niemals selber rausgefunden. Also, so wirklich. Hattest du mir Olaf, hätte ich sicher. Also, ihr könnt mich beide jetzt verarschen. Nee, ja, glaub also, ich, aber es ist nicht. So eine Jonas-Lüge. Ja, nein. Ich weiß, aber es ist keine. Seine Jonas-Lügen, da lächelt er anders. Nee, aber also, ich hatte ja Kaninchen zum Beispiel als Kind, die haben auch mal. Da musst du auch mal so einen Salzstein reinmachen. Die lieben das. Also, die lecken dann da dran. Ich weiß wollen nicht, die nach Süßes auch? Also, haben die nach. Nein, die haben nicht auch einen süßen Zahn. Da gibt es so einen Duplo-Spender noch. Also so ein bisschen so von unten am Duplo schnabbern. Einfach einen Block Schokolade, den sie lecken können. Never ending cycle. So, wir müssen jetzt. Ich bin so beeindruckt, weil, also das ist bis jetzt. Also ich war überrascht, weil ich dachte, vielleicht ist der Teig irgendwie komisch, aber krass. Nee, der Teig war super! Dass sie das geschafft haben. Ja, yeah, der Teig war hervorragend. Und jetzt kommen was wir zu. Komisch ist, weil das ist nicht die Arbeitsteilung. Exakt! Normalerweise belegt nicht einer und der andere wirft es in den Ofen, sondern normalerweise macht dieselbe Person. Und du hast das. Quasi ein bisschen genommen und du hast für dich bewusst den Ich habe, glaube ich, ein Stück genommen und ich war so. Weiter ja, und kann ich nicht. Schaffe ich nicht. Ich habe dann nachts noch so wie so ein Tier die Reste auf dem Badezimmerboden gefressen, weil ich so einen Hunger hatte. Auf dem Badezimmerboden? Man musste raus aus dem Zimmer, weil das hat so gestunken, dass die Kleine das genervt hat. Und das andere Zimmer, das frei war, war das Badezimmer, weil das, wir oben. Das Essen hat so gestunken, dass das Baby davon gestunken hat. Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass sie es nicht gemacht hat. Okay. Aber vielleicht habe ich auch für sie interpretiert, dass sie einen besseren Geschmack hat, ich dachte. Ich glaube, du warst wahrscheinlich einfach. Jonas, ich interpretiere alles in die Reihen. Ich interpretiere alles in die Reihen. Oh Gott, weil die Vorstellung für mich, also ich kann zum Beispiel nicht schlafen gehen, wenn ich Hunger habe. Ich konnte das auch nicht, deswegen musste ich das mal essen. Für mich die Vorstellung, also ich würde es dann genau. Also ich hätte es. Ich habe diese großen Salami-Dinger in den Müll geworfen und dann die Pizzaboden noch gegessen. Praktisch Margarita gemacht. Ja, genau. Die völlig übersalzt war. Und jetzt kommen wir zum absolut größten Verbrechen, wo ich wirklich gesagt habe, und da müsste ich jetzt einmal ganz kurz sagen, ich weiß, also ihr wisst, ich bin super links. Ich bin super links, ich glaube nicht an Grenzen und so. Also jeder Mensch sollte leben, yes. wo er leben das möchte. Das fängt schon gefährlich an, ja. So. Okay. Ich glaube nicht an Grenzen, glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, jeder Mensch, ich bin wirklich gespannt. Jeder Mensch auf der Welt sollte da leben, wo er leben möchte. Ja. Und ich würde gerne eine Petition starten, die dafür sorgt, dass diese Familie abgeschoben wird. Also, da bin ich das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich wirklich gesagt habe. Und ich weiß, das Ding ist, ich wüsste nicht mal wohin. Yeah. Nach Italien kann ich es ja auch nicht abschieben bei dem Essen. Nein. So. Die bringen die um. Nach Großbritannien. Ja. Aber die nehmen ja auch niemanden mehr, die haben ja zugemacht. Stimmt. Ich mache also die Paste auf. Das ist das letzte Gericht, was wir haben. Die brauchen eine Gefangene. In was für ein Gefäß? Also in diesem klassischen Gefäß? Nee, in so einer Metallschale. Ja, ja. Die typische Metallschale mit dem Plastik-Pappdeckel oben drauf. Jetzt müssen wir ganz kurz einmal sagen, Brokkoli-Pasta ist meine absolute Lieblingspasta. Das ist so ein Gericht aus Apulien. Das ist gefährlich. Machst du normalerweise... Brokkoli machen ist... Ja, absolut. Bin ich bei dir, Jonas. Was macht man genau mit dem Brokkoli? Also man blanchiert den, dann brät man in der Pfanne ein bisschen Schalotten und Knoblauch an. Dann kommt der Brokkoli da rein, dann wird der in der Pfanne zerstampft, dass der ganz, ganz fein wird. Mhm. Dann kommt da Parmesan drüber, dann nimmst du ein bisschen Nudelwasser, rührst das alles rum, dann wird das schön sämig, wie so eine Soße, aber halt ohne Sahne, ohne irgendwas. Ja. Es ist nur Wasser, Käse und Olivenöl und dann kommt das in die Pasta, du vermischst es, super. Kannst du auch noch, das ist die klassische Variante, gibt's aber noch mit Salsiccia. Mit dieser Wurst, die bröselt dann so ein bisschen. Das klingt wirklich gut. Ja. Das ist wirklich eins der Nationalgerichte Apuliens. Ein Traum, absoluter Traum. So, ich mache diese Packung auf und ich sehe sofort, dass das keine Salsiccia ist, sondern Sucuk. Nein. Ha. Nein. Okay. Daumen dick. Ja. Nein, das ist alles Daumen dick. Also, Ivan, das war so eine Scheibe Sucuk. Wow. Geviertelt. Das waren so große Viertelscheiben. Ja, ja. Unglaublich. Also auch noch eine große Sucuk. Haben sie nicht mal da auf die Form wenigstens lose geachtet. Nee, und dazu auch riesige Brokkoli-Röschen. Yeah. Einfach riesig. Völlig unhandlich. Alles schwamm im Fett. Ich wollte die Nudeln einmal durchrühren, hab sie hochgenommen, hatte so einen Block Nudeln auf einmal an der Gabel. Aber das war wirklich, das fiel mir ganz schwer.
Fiel mir ganz schwer. Oh hat, Gott. Wie hast du es dir, also du bist ja gefangen in der Situation, die mögen das Restaurant, du ja offensichtlich nicht. Mhm. Wie hast du das so sozial gelöst? Passt auf, ich habe eine... Weil du ja nicht, am liebsten hättest du es einfach so hochgeworfen, glaube ich. Ja, ich war stocksauer. Sowas macht mich ja wirklich wütend. Also, vor allem meine Freundin, wenn sie das hört, wird wahrscheinlich sehr lachen, weil sie weiß, mich kann kaum was wütender machen als schlechtes Essen, was wir irgendwo gekauft haben. Ja. Weil man ist halt ausgeliefert. Ja. Ich bin denen ja, ich habe keine Alternative. Das heißt, ihr, so. Das was, heißt, wir brauchen endlich eine Alternative für Deutschland. Das ist, was ich da raushöre. Das möchte ich bitte nicht so gelesen haben. Was ich gemacht habe, war, ich habe, weil die Nudeln noch so ein bisschen warm waren, das ist mein voller Ernst, mir gedacht, wie schnell kann ich jetzt möglichst viel davon essen, bevor der Ekel in mir so krass einsetzt. Warte mal ganz, wo hast du gewohnt? Also, war das ein Hotelzimmer oder war das ein richtiges Haus? Riesiges, die haben ein großes Haus, mehr Familien, mehr Generationenhaus. Und die nicht, haben ganz oben ist dir nicht die Idee gekommen, vielleicht dann, wenn die schlafen gehen, in die Küche zu schleichen und sozusagen zu retten, was zu retten ist? Gibt es ganz tolle Videos, wo so Meisterköche aus so absolut beschissenem Fastfood richtig gutes Essen machen. Und du hättest ja die Sache mit den Brokkoli, hättest ja nochmal ein bisschen Stammkeim machen. Ja, Besen hätte ich vielleicht rausholen können. Also du hast recht. Ich habe auch Sucuk-Pfanne machen können. Mit Spiegelei schön. Klassisch Sucuk-Brokkoli. Das gibt es ja wirklich, eine Frittata. Also das macht man in Italien klassisch als Nudeln, wenn die drüber bleiben, Frittata, 4 Eier drüber und dann wie so ein Omelette mit Nudeln. Genau. Das gibt's schon. Mhm. Also nee, pass auf. Nicht Fried Rice, nur mit Nudeln. Ja, ist wirklich Fried Rice und es ist sehr lecker. Ja. Mein voller Ernst, mein Plan war, ich weiß, dass der Ekel kommen wird. Ich kenne mich. Ich kann das nicht. Es fällt mir wirklich schwer. Also wusste ich, dass ich jetzt innerhalb von 2-3 Minuten ganz viel davon in mich reinstopfen muss, bevor mein Körper zumacht und ich nicht mehr essen kann. Das heißt, ich saß da und habe wahnsinnig hektisch gegessen. Oh, du rauchst auch nicht mehr. Das heißt, deine Geschmacksnerven sind... Ich trinke auch nicht mehr. Ja, ich kann mir nicht mal einen reinsaufen, um zu denken, oh, besoffen geht das bei runter. Bei so einem Essen, ne, auch, das ist ein guter Tipp, auch wenn es scharf ist für euch zu Hause, einfach vorher 2-3 Zigaretten rauchen, dann ist alles ein bisschen abgehärtet. So, und da kann man einiges ertragen. Ah, krass. Vor allem die Mutter meiner Freundin war so süß. Ich habe dann allen Essen gegeben, habe das so geschnitten. Und sie war dann die ganze Zeit so, Mensch, Falk, es ist so lieb, wie du dich um uns kümmerst. Du musst auch mal was essen. Und ich war so, nee, ich kümmere mich um euch. So, ich habe so die ganze Pizza weggegeben, weil ich die eh nicht essen wollte. Und sie war so, ach Mensch, wie lieb du dich immer kümmerst. Dabei war die Wahrheit so, ja, ich kann es nicht essen. Wie war denn die Margarita? Da war ja keine Wurst drauf. Also, ich hab völlig gelogen. Es war keine Margarita, es war eine Pizza mit Ananas. Ja. Ja, Hawaii. Ja. Nur Ananas? Ja, oder nur Schinken. Nur Ananas, kein Schinken. Dann ist es nicht mal eine Pizza Hawaii. Nicht mal eine Pizza Hawaii. Also, ich habe ein kleines Stück gegessen. Ich fand die, also die war nicht so furchtbar wie die Salami, weil die Salami halt so ekelhaft war. Ja. Und es war halt so lustig, weil ich habe dann erst mich gekümmert, dass alle essen. Und dann saß ich wirklich vor dieser Schale, festem Nudelblock mit den Sucuk-Stücken drin und war wirklich so 3, 2, 1, rum, rum, rum. Ram, bis mein Körper irgendwann gesagt hat, Bruder, so leben wir nicht, und hab ich's ja gestellt. Wow, das ist echt krass. Und die Erfahrung musste ich irgendwie mit euch teilen, weil ich muss irgendwas daraus machen. Weil, also, was ist es? Also jetzt mal wirklich, wir können ja mal jetzt, also, einfach mal reingehen, wie geht das? Weißt du noch? Wie kann das sein? Ich meine das jetzt ernst. Ja. Wie kann das sein? Ja, weil, also ich glaube einfach, das ist diese Alternativ, also die Leute haben keinen Vergleichswert. Es gibt auf dem Dorf quasi. Es kann ja nicht anders sein. Und ich glaube, das ist einfach so, ich glaube, es ist auch die Eigenschaft von Leuten, nicht konfrontativ zu sein. Also ich glaube, am ehesten sind die Leute... Also ich war es ja auch nicht, ne? Ich war auch nicht konfrontativ. Konflikt oder wollen, also da wird ja keiner anrufen. Eigentlich müsste man anrufen und sagen, hey, ja, was soll das? Ich muss sagen, ja, man kann hier nichts essen. Seid ihr bekloppt? Wirklich? Also, wirklich? Genau. Aber auch Schwarzbrot-Bruschetta. Genau. Sag mal, also allein das laut zu sagen. Aber das war kein so Vollkorn-Baguette oder das so. Klingt so nein! Das klingt wie ein Podcast. Ja, Schwarzbrot. Von so einem flippigen Italiener mit seiner deutschen Freundin. Genau, Stefano Zarella, bitte. Sorry, aber ich hatte das Gefühl, das geht für mich in die Jule Lobo-Ecke. Ah, schön. Schwarzbrot-Bruschetta. Das geht für mich in die Ecke. Oh, das könnte sein. Ja. Das könnte wirklich sein. Das sind sein. Die Lobos nochmal. Ja, das können die Lobos nochmal. Nochmal Kochshow. Mit ihrem großen Food-Podcast. Und weißt du was, Jule? Den würde ich vielleicht hören. Weil ich glaube, das kannst du. Meinst du? Ja, die kann gut kochen. Ja, wirklich gut kochen. Die hat doch für alles Dienstboten. Ja, ich sag mal, ja, hat sie auch. Aber man sieht manchmal Videos, wie sie kocht. Und wie gesagt, Kritik, also, wo Kritik angebracht ist. Aber da muss ich sagen, nee, kann sie. Muss ich ihr geben. Nehmen wir an, du hättest die Zeit gehabt und auch die, du fährst jetzt dahin und gehst an die Rezeption und sagst dir mal so Klartext. Ja. So, wollen wir das mal spielen? Okay, wer möchte hier sein? Ich mach das mal beide und ich mach Schalten. Gut, okay. Wer möchtest du sein, in dem Szenario? Ich möchte der Typ sein, der Koch, oder willst du die Frau sein, die dann, also wer bist du?
Der Besitzer, die Besitzerin. Ich bin Francesca. Francesca. Die war am Telefon. Ja. Genau. Gut. Ja. Nee, dann komme ich jetzt einfach mal in drin. Ich bimmel mal so. Entschuldigung, aber haben Sie gehört? Polarlichter, ja? Nee. Anton. Habe ich alles? Ja. Weiß ich? Nee. Aber Polarlichter. Nein, habe ich schon gehört. Ja, Antonio, lassen Sie unsere Gäste in Ruhe. Ja. Guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Pötschig, Hallöchen. Ich hatte... Ich kenne Ihre Stimme. Ja, wir haben telefoniert, genau. Podcast. Ja, haben Sie recht. Ich bin ansonsten auch berühmt, ja. Wie war denn Ihr Essen? Vielen Dank der Nachfrage. Ich muss da einfach nur aus Sinn des Feedbacks und dass wir vielleicht versuchen, ehrlich zu sein, sagen... Ehrlichkeit ist Grundlage... Genau, von Italien, genau. Ja. Also legendärerweise. Ja, jeder. Und deswegen würde ich da gerne Ihre italienische Ehrlichkeit nicht beleidigen und Ihnen sagen, dass das, wir bringen was hinter uns. Ich muss Ihnen leider sagen, es war ungenießbar. Muss ich wirklich ungenießbar? Nein, ungenießbar. Was bedeutet ungenießbar? Also ich habe das gegessen und dann wollte ich kotzen. Also so, kotzen. Madonna. Ja, es tut mir leid. Ich weiß, das ist hart für Sie jetzt. Aber ich habe das Gefühl, gibt es auch wenig Feedback-Kultur? Ich hole unsere Koch. Bitte, natürlich. Dann würde ich gerne mit ihm reden. Ich meine, es ist ja nicht böse. Es geht ja auch nur darum, dass wir uns weiterentwickeln. Hakan. Ich muss so sagen. Ja. Ollo, um was ist los jetzt? ist das ein Problem? Nee, so, also, was los ist? Was los ist, ist, dass ich sagen muss, ich war ehrlich gesagt von ihren Kochkünsten ein bisschen enttäuscht. Muss ich wirklich sagen. Ich hab's ihrer Chefin schon gesagt, aber da wurde mir hinten raus ehrlich gesagt wirklich fast ein bisschen übel. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Also Bruder, das ist nicht in Ordnung jetzt. Finde ich auch nicht. Nee, was soll das? Nein. So müssen wir jetzt hier nicht anfangen. Ja, du kommst hier rein mit deinem Jarak auf den Tisch und sagst... Nein, mein Jarak ist in der Hose. Ich weiß, was heißt, ich komme aus Berlin. So musst du mir hier nicht kommen. So kannst du die Bergeulen hier beeindrucken. Aber ich komme aus der Stadt. Die Bergeulen. Okay. Ich wollte einmal nur sagen, wenn da auf der Karte Salsiccia steht und du machst da Sucuk rein... Ist doch selbe. Nein. Ist doch selbe. Ja, wo ist denn jetzt dein Madonna, wenn er sowas sagt? Das Knoblauch und Wurst. In einer Wurst. Wenn man das so sagt, könnte man glauben, es wäre richtig. Ja, sag ich doch. Aber die Konsistenz ist ja eine andere. Es ist aber keine offene Feedback-Kultur hier. Du nimmst es nicht an, du holst den Koch, so wird es nicht besser. Ich koche hier seit 20 Jahren, alle sagen es gut. Ja, also... Alle sagen es. Hier ist noch, ich bin der erste Mensch jemals, der reinkommt und sagt... Sind der erste, ja, jemals. Noch nie hatten wir. Ja, aber... Also ich sag's mal so. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir jemand entgegenkommt. Man hätte ja vielleicht auch mal sagen können, Mensch, wenn das für Sie jetzt so eine schlechte Erfahrung war, können wir Ihnen da vielleicht noch mal so eine Flasche Wein aufs Haus geben oder so ein Tiramisuchen oder so eine Kugel Vanilleeis in die Hand. Aber gar nicht. Vanille heißt die Kugel. Ja, einfach in die Hand. Einfach, dass man mal was hat, dass man mal ein Entgegen so ein Magnum in die Hand. Ja gut, dann gib ihm doch einfach ein Tiramisu. Habe ich selber gemacht, nach altem türkischem Rezept, sehr gut geworden. Ja. Was ist in dem Tiramisu? Die üblichen Sachen. Ja, die da wären. Eier sind da drin. Aha. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Gut. Marzipan! Und Sucuk. Ja, sehr gut, perfekt. Genauso würde es laufen. Nee, aber es ist cool. Also Leute müssten öfters, glaube ich, Klartext sprechen. Einfach bei so. Aber guck mal, das Ding ist ja zum Beispiel... Dafür gibt es ja Google. Aber ich habe es ja zum Beispiel auch nicht gemacht. Ne? Wollen wir gucken, was ist. Ob du das noch weißt und ob du... Dann kannst du uns fragen. Ich versuche das mal rauszufinden. Ich glaube, ich kriege das hin. Nicht mal eine Webseite. Ich weiß nicht, ob die Google... Doch, die war nur under construction. Ja. Seit 1987. Ist das die... Oh, das Bild sah schon so aus. Zeig mal. Kannst du das Bild zeigen? Nee, das Ding ist, ich muss euch ja jetzt einmal ganz kurz... Aber du kannst auch aufs Bild klicken. Ich weiß ja nicht, ob sie das war, Jonas. Ich muss das mal eben ganz kurz rausfinden. Weil ich habe da schon sehr verdächtig große Salat. Ja, ist da furchtbar. Ja, ja, verdächtig groß. Sie gucken schon, die zu groß. Ich habe eine große Salatscheibe. Das Problem ist, Jungs, es gibt da, glaube ich, mehrere... Ich hab's. Ist okay, wenn die größer sind, wenn die so hauchdünn sind und so, dann weißt du, okay, das ist auch in Ordnung. Aber wenn es einfach so eine große, massive Scheibe, weißt du, wie so eine kleine CD, einfach so ein Haufen CDs aus Fleisch. Warte, ich hab's. Ich hab die Pizzeria gefunden. Okay. Ja. So.
Ja, das kann es ja nicht sein. Das wahrscheinlich ist, ja, ist sie nicht so schlecht bewertet, wie wir es glauben, wahrscheinlich. Nee. Nee, und das Problem ist ehrlich gesagt auch, ich sehe gerade die Bilder und es macht halt keinen Sinn. Also das Essen habe ich nicht bekommen. Aber vielleicht war der Koch nicht da oder so. Es kann sein. Oder der Koch hat gewechselt. Das kann auch sein. Ja. Das ist, was ich zweimal die Erfahrung gemacht habe. Ich bin zu dem Laden hin. Ey, Freunde, das Essen sieht fantastisch aus auf den Bildern. Das habe ich nicht bekommen. Ja. Sag ich euch ganz ehrlich. Aber deine Verwandten haben ja nicht so reagiert, als wäre etwas anders als sonst, oder? Nein. Ja, dann ist es derselbe. Das ist dieselbe. Vielleicht haben die das auch gefühlt. Kann ja sein, dass die das dann auch. Achso, die wollten jeder nicht. Spielt in dem Moment dieses Spiel. Oh, das wäre so funny, wenn die jetzt einen Podcast hätten und so. Gäste aus Berlin. Es war so peinlich. Wir wollten uns nichts anmerken lassen. Ja. Was glaubt ihr, was der Laden hat? Auf so, Google. Auf Google, ja? Ja. Ich würde hab gerade geguckt. Ich würde sagen. Erstmal Sterne. Ja. Sterne 4,5. Mhm. Ich sage 4 Sterne. 4,6. Ja. Eine 4,6. Mon Dieu. Eine 4,6. Ohne Alter. Scheiß, ich weiß, was ist das Niedrigste, was man gehen kann? Halber oder einer? Eins ist das Niedrigste? Einer. Ey, ach, ich weiß. Sonst würde es ja. Ich weiß ja, nicht mal. Kann es keine halben geben. Ja. Ich, würd, aber ich auch noch weiß nicht mal, ob ich auf anderthalb oder zwei gehen würde. Krass. Wirklich. Es war wirklich, mein das ernst. Ich bin. Und ich. Du, der Inder war gut. Ich will gut über den Inder reden. Dass ihr nicht denkt, ich bin Hater. Ja. Der Inder war sehr gut. Ich hatte ein sehr gutes Winderloo. So muss ich wirklich sagen. Ein Stern, weil die Verpackung okay war. Ja. Also. Ja, es kam schnell. Die Pizzabox. Es kam wirklich schnell. Da hast du recht. Aber vielleicht war das wirklich Vertretung oder so. Der Typ war im Urlaub oder irgendwas. Ey, ich kann es mir nicht anders erklären. Es war wirklich furchtbar. Sein Azubi, der seit 3 Wochen da mitmacht, musste dann in die Küche schmeißen. Ja. Also das klingt wirklich... Oder die Frau, die sonst eigentlich nur Kasse macht. Hattest du denn schon mal so ein... Also es klingt ja auch nicht nur nach diesem Jahr schlecht, top, schlechtes Essen, sondern einfach allgemein. Einfach warte mal ganz kurz, wir haben die Bewertungen noch nicht gemacht. So. Wie viele Bewertungen? Achso, das muss ich einmal ganz kurz gucken. Ich würde sagen 82. Ich sage 150. Warte ganz kurz. Ich muss... Nee, niemals. 30. Ich muss ganz kurz gucken, dass ich den Namen nicht sage. Ja. 442. Wow. Ja, das heißt, es ist also deren Restaurant. Das ist deren Restaurant. Ein messbarer Wert. Ja, absolut. Aber da muss man ja auch wieder sagen, ne? Ich sag's immer wieder gerne, aber unter den Blinden, da ist ja der einäugige König. Ja. So, das kann man ja, das muss man bei sowas auch immer ins Feld führen. Also, wenn wir da hinschicken, wir schicken einen Blinden. Wir schicken einen Italian Dating Expert dahin. Und der kommt dann dahin und sagt, also eure Brokkoli-Pasta, die ist ja, da ist ja nun viel schief gegangen. Ne? Ja. Also eigentlich blanchiert man die, dann erklärt er das alles und am Ende sagt er, ich hoffe, es hilft. Weil der ist so, den kann man nicht böse sein. Ja, wie gesagt, das ist der sein Job, das muss ich mal schreiben. Ja. Das ist dein Job ist nicht Dating. Dein Job du musst ganz kurz erklären, wen du meinst. Ich glaub, es gibt so einen Typen auf Instagram, der heißt der Italian Dating Coach und guckt euch den mal an, er bringt mich regelmäßig zum Lachen. Ja. Darf ich hart unfreiwillig. Ich wollte einmal nur ganz kurz noch fragen, was war das schlechteste Essen, was ihr dieses Jahr gegessen habt? An das ihr euch aktiv erinnern könnt. Das war auch auf Tour. Ah ja, das frisst man oft scheiße. In Coswig. Ach du. Tolle Show gewesen, tolle Leute. Aber da haben wir bei dem Griechen bestellt und da gab es so Griechen bestellen ist so mutig. Traditionell griechisches Gericht, wo es irgendwie so Käse und so Auberginen gab. Und es war wirklich... du bestellst Lieferauberginen, Ivan. Du bist aber auch mutig. Ich hatte das noch nie. Ich dachte, ich probiere das mal. Ja. Und ich bin jemand, da habe ich ein bisschen, glaube ich, mich auf dich übertragen. Ich bin jemand, der sich das schon in mich reinkloppen kann. Also das glaube ich. Und das konnte ich nicht. Also ich habe es wirklich... Wirklich? Ich habe es reingepiekt. Mir war wirklich übel. Also ich hatte wirklich so, was ist das hier? Die Konsequenz ist wirklich, als ob es jemand reingekotzt hätte, Klappe drauf gemacht hat. Und dann einfach eine Nummer raufgeschrieben, also eine X. Ist auch gut, wenn man so 8 Sachen mit alle haben ein X. Schatzkarte. Zum Durchfall. Ich muss mich überlegen, was war denn schlechtes Essen? Ich finde, schlechtes Essen bleibt hängen. Das habe ich, ich habe ein bisschen gemacht, zweiten, und dann habe ich nur die Bratkartoffeln gegessen, die tatsächlich ganz lecker waren. Okay. Die habe ich dann aufgegessen. Mhm. Aber das war wirklich auf Tour. Ansonsten hatte ich das war noch schlechtere Essen. Das war ein Köfte-Dürüm. Mhm. Und zwar hat er das zu lange in diesem Broterhitzungsding drin gelassen, sodass das Brot. Steinhart. Nee, das ist Brot mit dem. Das Aluminium mit dem Brot gefused ist. Oh.
Also nur damit wir es einmal. Also, ja. Ivan, das kann man dann eigentlich auch nicht mehr essen. Nee, aber das war. Aber hast du es noch gegessen? Nee, okay. Ich hab zwei, drei Bissen gemacht. Ja. Und zwar dumm. Das kennt ihr das so, das war so. Kennt ihr das so, diese Ohrwachs-Sachen, die man macht, ja. Diese Sachen? Ja. Und dann rollt man das auf. Mhm. Und dann, so sah das aus. Also, es war alles. Es war furchtbar. Und alles hat verbrannt quasi, ja. In dem gewesen. Und dann, das war, glaube ich, das Schlimmste. Genau. Kannst du dich noch erinnern? Naja, ich habe ja vor ein paar Folgen hab ich mal erzählt, ich war in München und habe da so einen indischen Rap mitgenommen. Stimmt, der auch super. Der war nicht richtig schlimm, der war schon essbar, das war nicht das Problem, aber der war halt so ungewürzt, dass ich wütend war, weil ich einfach meine Kann ich verstehen. So wirklich enttäuscht. Ja. Ich ja. bin da hingegangen, das sah auch total würzig aus, alles. Sah aus wie guter Ende eigentlich. Ja. Und dann kriege ich da wirklich so das blandeste für alte deutsche Menschen gemachte indische Essen zusammengewürfelt. Und dann habe ich in Köln auch einen Döner gegessen. Weil es ging gerade nichts anderes auf unterwegs. Und außerhalb von Berlin Döner essen, ne? Nee, also da war ich auch kurz vor, da auf die Barrikaden zu gehen. Yes. Alleine, was die mich über Soßen gefragt haben, da war ja. ich so... Ja, das ist verrückt. Also, du ja. Hund! Ja, ja. Doch, so, Cocktail, ja. Curry, also wirklich, da musst du wirklich... Ich war wirklich kurz davor sagen, was hast du gesagt? Was ist los mit dir? Ja, redest du? Tzatziki gerne auch mir? Mal, tzatziki ja. gerne auch mal. Aber das geht ja fast ja. noch. Ja. Da komme ich wenigstens so Richtung Joghurt. Ja, ja. Das ist wenigstens mediterran. Ja, das ist wenigstens mediterran. Cocktail ist was? Amerikanisch? Ja. Ist nicht eine amerikanische ja, Soße? 100%. Ist ja wie French. Ja, French English. Dressing ist ja eine amerikanische Soße. Ja, ja. Die einfach nur so heißt. Das hat ja nichts mit Frankreich zu tun, ne? Gar nichts. Null. Was ist denn French Dressing nochmal genau? Das ist nicht mal so ein richtig geschützter Begriff. Das ist meist so ein rötliches Dressing. So ein aber das kann alles sein. Tomate-Essig-Ding. Ja, aber also was aber rein muss... Oh. Tomatenpulver ist es nicht. Nee, vor allem was wirklich rein muss, ist Mayo und Essig. Der Rest ist freie Schnauze. Es gibt ja. kein festes... Es gibt keine... Das ist keine, schon funny, was die Amerikaner denken, ja. was Küche ist. Genau. Ja. Aber Jonas, hast du noch eins? Weil ich finde, ans schlechteste Essen, es bleibt hängen. Ich hätte nämlich noch ein zweites. Also nee, so im Sinne von, ich merke mir das. Ich habe kein Entsetzen. Ich habe aber auch, also, ich habe nicht die Situation gehabt, wo okay. ich so auf dem Land, ich so, alles, wo ich war, waren Großstädte. Das ja. geht halt. Oder, das ist immer besser. Ja, also da muss man manchmal ein bisschen suchen, aber du findest es. Ja, weil sobald du raus aufs Land fährst, bei meinen Eltern auch, da gibt es ein gutes Restaurant. Beim Rest kannst du nicht essen. Cottbus auch so viele schlechte Restaurants, auch ein paar gute, aber so viel schlechte. Die halten sich da halt auch noch anders. Ja. Das ist es halt. Die werden nicht so abgestraft, weil es gibt ja nur 4 Restaurants und wenn du mal griechisch essen willst, ja. nimmst du halt einen schlechten Griechen. Ich glaube, ist der einzige Grieche. Ich muss sagen, ich hatte noch nie in einer Podcast-Folge so doll Hunger, muss ich ehrlich sagen. Tut mir leid. Also, wir haben noch nicht, ich glaube, das ist die große Essensfolge. Hm? Ich überlege, also ich glaube, ich hatte ansonsten wenig. Also ich hatte sehr vieles durchschnittlich, also so gnadenhaft ja. durchschnittlich, ja. aber das ist nicht absolut. Schlecht. Nee, das ist nicht schlimm. Ansonsten genau. war ich noch am Branitzer Badesee in Cottbus, da gab es so eine kleine Hütte. Ja. Also, und das war die schlechteste Bratwurst, die ich je hatte. Ah ja. Wirklich? Ja. Das ist doch das Einzige, wo Leute nee. Aus der Gegend die haben die 16, sagen, nee, da kennen wir uns auch. 16 Minuten frittiert das Ding. Also ich glaube, die haben wirklich alles auf den Teller gemacht. Als der Italiener. Ja. Die Pommes waren so hart, dass sie teilweise nicht essbar waren. Oh. Also du hast sie am Backenzahn nicht klein gekriegt. Ja. Deswegen meine ich ja, schlechtes Essen bleibt hängen, finde ich. Ja, im wahrsten Sinne. Ja. Zwischen den Zähnen. Ja, gut, das war alles, ja. was ich erzählen wollte. Und du, Jonas, hast du noch eine schlechte Essenserfahrung? Nee, ich habe wirklich dieses Jahr, glaube ich, relativ viel Glück gehabt. Aber ich war ja auch wirklich, ich war viel in München, ich war in Köln. Ja, da kannst du essen, es geht schon. Hamburg und so, also da Hamburg kannst du sogar so gut essen. In Hamburg allerdings habe ich eine Kardinalsünde gegangen, ich hab zu lange gewartet, mir was zu essen zu holen, am ersten Tag, am Donnerstag. Und das ist ja der schwierige Tag, weil Freitag, Samstag haben viele Sachen sehr lange auf. Donnerstag? Und dann, den Dönerläden da habe ich nicht richtig vertraut, die waren auch maßlos teuer. Also ja, war ja, so ja. unverschämt. Aber ich hatte schon einen guten Döner in Hamburg, es geht schon. Ja, ist eine Großstadt. Ist halt zu teuer. Ja, ja. So, und dann auch, also ich, beim besten Willen, ich bin da wirklich, also ich bin wirklich in Berlin groß geworden. Ey, verstehe ich. Man hat mich mit Döner großgezogen. Verstehe ich. Das erlaube ich nicht. Das ich verstehe das. Das ist das Einzige, wo ich bin nicht drauf kommen lasse. Bei dir. Und deswegen war ich McDonald's am Hamburger Hauptbahnhof. Ja. Oh! Mitten in der Nacht. Du bist ja mutig. Ja. Krass, und den kenne ich. Ja. Dann, ja, ich auch. Den kennt jeder. Und da habe ich ein McRösti gegessen, was auch eine richtig dumme Entscheidung war. Ein McRösti im Hamburger ja, McDonald's. Ja. Nachts. Eieieiei. Da tummeln sich auch gestalten. Alter! Du konntest da nicht sitzen, es war so voll. Ja, ja glaube ich. Es war so voll. Glaube ich. Ja. Ey, Hamburger Hauptbahnhof für mich top 3 schlimmste Bahnhöfe, habe ich schon mal gesagt. Und wie ja. war, also was hast du da bekommen? Wahrscheinlich einfach eine kalte Pampe, ne? Nee, also weil da so viele Leute waren, war hoher Durchlauf. Ne?
Aber du hast so richtig gemerkt, da hat jemand wirklich hinten weg gemacht. So, ne? Und ich habe sie nicht mal übel genommen. Ich muss an dieses Kind erinnern, der Typ, der so Big Rösti so. Den Big Mac? Nee, nicht den Big Mac, Big Tasty. Big Tasty Bang, das hat nichts mehr mit einem Big Tasty Bang zu tun. Ja. Der war so voll dieser. Ist der nicht gestorben? Der Connoisseur. Ist er gestorben? Der gestorben. Ich glaube, er ist. Oh, war ja. Ich glaube, er hat Krebs oder so. Ich dachte, er hat einen Herzanfall bekommen. Weil der Big Rösti nicht gut. Big Tasty. Anderes Thema. Anderes Thema. Und zwar haben mir meine Geschwister Themenvorschläge geschickt. Finde ich so cute. Für die Plus-Folge. Achso, mal ganz kurz, bevor wir damit anfangen, weil das ja auch weihnachtsthematisch jetzt sozusagen so ein bisschen ist. Ne? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten sowieso. Aber weil wir gerade noch beim Essen waren, wollen wir nochmal schnell sagen, was wir zu Weihnachten gegessen haben, weil ich glaube, das interessiert mich. Achso, Scheiße, dann mache ich gleich schon wieder ein Fass auf. Oh, ich werde so viel Hate von der Familie meiner. Wir hatten Raclette. Ah, ja. Und Raclette ist. Ein toller Frauenname. Okay. Und dabei lachen wir es. Ja. Nee, geht jetzt raus an alle. Ja. Geht jetzt raus an was alle. Was war nochmal, zu meiner, ich muss es nochmal sagen, was ist genau nochmal ein Raclette? Raclette ich weiß es auch nicht sogar hundertprozentig. Also Raclette ist das. Kein Fondue. Nee, ich denke auch immer, es geht in die Richtung, ist aber nicht. Raclette, da hast du so einen kleinen, wie so ein, was sind das? So mehrere Fännchen und da schiebst du so kleine Pfannen rein oder machst du Käse rein? Ah ja. Es war nicht. Es war nicht schlecht. Ja. Es war absolut okay. Was ich nicht nachvollziehen konnte, muss ich ehrlich gestehen, warum Raclette in Deutschland so ein Riesending ist. Mhm. Das war's, ich hab's gegessen und ich war so, ja, das ist jetzt halt, da haben wir jetzt halt Käse auf was gemacht. Ja. Und das, naja, also das ist es ja. Und was macht. Und es ist gut, ich mag Käse. Also wir alle mögen Käse und wir alle mögen Sachen auf Käse zu machen. Ja. Aber dass sich das in Deutschland als so die große Weihnachts- und Neujahrstradition durchgesetzt hat, habe ich da wieder nicht verstanden. Weil es so interaktiv ist, wie Fondue ist ja auch so interaktiv. Es ist auch nett, wenn du am Tisch mit allen sitzt, ist das Element mag ich. Ja. Aber wissen die Leute, dass es Korean Barbecue gibt? Aber genau, das macht man doch jetzt auch, dass man einfach so die Paprika klein schneidet und die auf eine Pfanne macht und dann eine Zwiebel hier und dann Fleisch da. Ich hatte so ein Barbecue, das ist unglaublich geil. Das war deswegen meine ich, es gibt ja Korean Barbecue, warum brauche ich Raclette? Aber ist es nicht mehr oder weniger dasselbe? Also ich meine vom Grundprinzip. Du hast einen Tischgrill und du hast einen Haufen kleiner Pfannen, oder? Nee. Was hast du denn sonst? Beim Korean Barbecue hast du meist eine sehr große Pfanne, wo ganz viele Sachen drin zusammengeschmort werden. Der Tisch ist sehr groß. Genau. Ist, und dann einfach so 8 kleine Side-Dishes, die schon vorbereitet wurden. Okay, ach so. Aber die sind schon gekocht. Und also das sind jetzt nicht einfach nur rohe Champignons, die du damit reinwirfst. Wo aus welchem Land kommt denn Raclette? Ist es wirklich? Schweiz. Ja. Okay. Ah, ja. Die lieben die interaktive Erfahrung. Ey du, und wie gesagt, es war okay. Es war okay. Aber weggeblasen hat es mich nicht. Ja. Am nächsten Tag gab es ganz hervorragend. Mm, ja. Die war top. Okay. Dann war das doch okay. Absolut, es war okay. Also ich habe es auch nicht. Bei uns auch. Ganz Grünkohl, Rotkohl, Klöße. So eine fantastische Champignonsauce, die meine Mutter gemacht hat. Da macht man die so über die Klöße und die ganz drauf. Meine Mutter hat Cannolis gemacht. Mhm. Aber so ihre Variante davon. Mhm. Das ist so mit so einer vanilligen Soße statt quasi irgendwas. Also es ist, bei Cannolis sind ja eher die Füllung fest, aber da war sie eher ein bisschen cremiger. Mm. Genau. Puddingartig? Ja, aber noch ein bisschen, noch ein Ticken mehr. Okay, jetzt kriege ich auch Hunger. Und hörst du nur schnell, bevor ich wirklich so Hunger. Also bei uns gab es, meine Mutter hat bestellt bei so einem polnischen Restaurant und die machen so traditionell polnische hört mir auf, Weihnachtsente. Also wir haben alle so einen großen Schenkel jeder bekommen und dann Klöße, ganz tolle Klöße, muss ich sagen. Und ganz tolles Rotkraut, wo auch so kleine Rosinen drin waren. Aber so, also nicht die verdorrten, sondern die, wisst ihr? Mhm. Und das war echt gut. Also das war so, das war wirklich, wirklich lecker. Gute Gravy dazu. Und danach noch so kleine Tiramisu, Sachen und so. Oh mein Gott, das ist wirklich das Geilste an Wein. Und meine Mutter hat natürlich auch guten Wein. Ne? Das, da kennst du dich aus. Das hat mir ein bisschen gefehlt dieses Jahr, aber ich bin eisern geblieben. Beaujolais hatten wir, glaube ich. Das ist, glaube ich, richtig hart, an Weihnachten eisern zu bleiben. Holy shit. Ja, war nicht so einfach, über die Weihnachtstage nicht zu trinken. Aber hey, I did it. Sehr gut. Ich würde sagen, jetzt ist das sehr stolz. Schlimmstes durch. Silvester wird vielleicht nochmal nervig, aber dann ist... Ja. Dann wird's. Ja, dann aber geht ihr an Silvester raus? Nein. Ich meine Tochter ist 2 Monate. Ja, eben. Nee, die wird. Ja. Nee, da chillen wir. Habt ihr ihr schon so Schutzkopfhörer geholt oder so? Nee. Also sie ja die ganze Nacht wach? Nein, die hat die ganze Zeit ganz fest am Papa gekuschelt. Okay. Ja.
Das stimmt. Und, ja, sehr gut. Ja. Du hast so ein paar Fragen. Ja, dabei. Und zwar hatten wir eigentlich, also das ist jetzt nicht dazu gekommen, aber wir hatten eigentlich vor die Plusfolge, dass jeder 15 Minuten selber aufnimmt. Und meine Geschwister. Beim Weihnachtsfest. Ja, beim Weihnachtsfest, war der Clou. Weil wir alle bisschen an mir gescheitert, muss ich leider gestehen. Zerstreut gewesen. Jeder woanders, deswegen, genau. Und meine Geschwister haben mir Themenvorschläge geschickt. Ich kenne sie natürlich schon, weil ich habe sie ja schon durchgelesen. Aber ich dachte, vielleicht beantworten wir ein, zwei hier in der Folge. Und zwar kurz zu der Demografie. Meine Geschwister sind 16 und 13. Tolles Alter. Ich habe mit Sachen gerechnet wie, ich habe gesagt, ihr könnt alles raufschreiben. Ich habe mit Sachen gerechnet wie Monte, wie Seven vs. Wild, irgendwie. Ja, stimmt. Irgendwie sowas. Vielleicht aber auch Mädchen oder Jungs. Genau. Also, vielleicht ist man gerade verliebt. Genau. Deswegen finde ich auch mal toll. Nee, ich finde, redet, also zieht eine Sache und redet in Bezug auf 2023 so eine Art Recap-Sache zu dem Thema. Also nicht allgemein zu dem Thema, sondern was ist für euch. Genau, was wir mit 23 was, verbinden und dem genau, Thema. Okay, genau, okay, können wir versuchen. Deswegen zieht einfach. Möchtest du anfangen, mal? Jonas? Ich habe so viel geredet wegen der ganzen Essensnummer. Ich will hier nicht. So. Bitte. Ja. Oh, sorry. So. Und jetzt ziehst du auch nochmal eins, Falk. Mhm. Achso, kriegen wir getrennte Themen? Ja, natürlich. Ihr seid jetzt Spokesman für das Thema. Ihr müsst jetzt ein Jahresrecap machen zu dem Thema. Ach du Scheiße, okay. Was steht bei dir? Oh Gott! Ich war auch genauso baff. Oh Gott! Da habe ich ja gar nicht, willst du tauschen? Was hast du bekommen? Was hast du denn? Also da kann ich gar nicht, also ich weiß, dass du da sehr starke Haltungen zu hast. Okay, nee, dann zieh nochmal ein anderes. Aber das ist witzig. Wir tauschen, aber du kannst nochmal auch nochmal. Ich hab was, was ich mag. Ja, möchtest du anfangen? Möchtest du dem Volk erstmal sagen, was dein Thema ist? Mein Thema ist Apple. Oh! Und wie war das Jahr 2023? Für Apple. Ich glaube, es war sehr schwer für sie, weil Gwyneth Paltrow ist ja durch diesen Prozess gegangen. Und das Kind von Gwyneth Paltrow heißt Apple. Nein. Ja. Ah. Ey, man muss Promis wirklich ihre Kinder wegnehmen. Ja. Nein, ich mach Spaß. Okay, ja, ich glaube, Apple, gut, seien wir ehrlich, ist ein scheiß Konzern. Ich mag das nicht. Und ich will das auch gar nicht beschönigen. Die haben sich von einem Typen anführen lassen, der heimlich Libanese war. Und das ist immer kein gutes Zeichen. Der heimlich Libanese war? Ja, wisst ihr das nicht? Wie, was heißt das? Warum war er heimlich Libanese? Weil er adoptiert war und alle dachten, dass er, wussten es nicht. Wie? Das ist ein libanesisches Kind gewesen, was adoptiert wurde. Wie heißt er nochmal? Hier, Olle Rollkragenpulli? Steve Jobs. Ja. Steve Jobs! Ist adoptiert. Ist Libanese! Eigentlich libanesische Abstammung, ja. Wow. Das könnte eine klassische Jonas-Lüge sein. Nein, ich habe die Biografie zu Hause. Nein. Ah, da steht es drin. Okay. Ich habe die nicht gelesen, wirklich, außer die ersten paar Seiten, aber da kommt es vor. Und den Libanesen, bei denen ist immer so gewesen, den kann man nicht trauen. Das ist ein geiler Satz. Okay. Nee, du hast recht, das stimmt. Wow, ich habe gedacht, du verarschst mich. Ist aus Libanon, ne? Ursprünglich. Nein, ich mag euch doch. Ihr habt tolle Sachen. iTunes. Genau. Ich rede mit den Libanesen. iTunes. Typisch libanesische Sache, iTunes. Ist eigentlich ein arabisches Wort. Ja. Versuch doch mal ein gutes Produkt von Apple zu finden. Das ist wirklich schwer für mich, weil. Ja, ich hätte eins. Ich hätte eins, wo ich wirklich. Ja. Was macht Apple? Wo ich wirklich in die Bresche springen würde. Gut, ich glaube, Kopfhörer machen sie gut. Also, ich habe meiner Freundin die AirPods 2 Pro geschenkt. Ja. Die sind. Ja. Also unglaublich. Generell, ne, ich hab einfach ein Problem damit, dass die so beherrschend sind. Die wollen halt einfach, dass alles zusammen. Ja. Du darfst nur Apple-Produkte benutzen, die müssen alle zusammengehören. Ja. Und sonst funktioniert der ganze Laden nicht. Und dann kannst du sozusagen mal wieder aufbohren und so weiter, wenn du dich dann wieder auskennst. Aber dann kannst du ja auch gleich einen PC kaufen. Also was ist der Bullshit? und alles nur, damit es schön ist und abgerundet und keine Ecken hat. Oder und was? Teuer. Ja, und teuer. Also ich bin einfach, ich mag das nicht. Ich finde, das ist Verarsche. Mhm. Und ich halte dagegen. Ich sage nie wieder Apple. Never forget. Never forget, never forgive. Never forget, never forgive. Never forget, never forgive. iPod 5. An Apple a day. Alle werden so, das ist ein komisches. Geil, geiles Statement zu Apple. Was hast du für einen Begriff? Ich habe das große Thema Schule. Ja. Oh. Schule dieses Jahr für mich nicht existent gewesen. Ja. Habe ich nicht gemacht, habe ich geschwänzt. Ja. Ich glaube allerdings, dass sich 2023 in den Schulen nicht viel getan hat. Nee, das ist doch alles wie immer. Da wurde doch. Ach, nichts wurde. PISA sind wir doch. Ach ja, sind wir doch immer. Stimmt, PISA. Ja. Wir sind doch immer schlecht. Ja. Aber ist doch nichts Neues. 2023, Freunde, ist immer noch wie es ist. Hinter der Schule wird immer noch geraucht. Wird immer noch gefummelt, wird immer noch geklutscht, immer noch die ersten Erfahrungen gemacht. Man wird immer noch erwachsen. Aber es ist immer noch ein Ort, der einen klein hält. Whiteboards.
Es gibt Whiteboards. Ja, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Ja, okay. Ja, die hatte jetzt auch noch. Ich dachte, das ist jetzt dieses Jahr reingekommen. Nee. Also meine große, ich sag mal so, was ich unseren Schüler und SchülerInnen für 24 mit auf den Weg geben möchte, lass ihn nicht klein halten. Lass sie nicht klein halten. Das ist letztendlich nur eine Maschinerie. Ich glaube, die PISA-Studie wird auch nur gemacht, wenn ältere Menschen mal wieder was brauchen, um das über Kindern und Jugendlichen zu halten. Und damit die Italiener gut dastehen. Ja. Also ich glaube, das ist ja eher, also die haben die gut abgeschnitten? Nein. Safe. 100%. Safe nicht. Nein. So, doch. Niemals. Nur weil es PISA-Studie heißt, oder 100%. Ich teile unter den Top 5. Ja. Meinst du? Kann man jemanden? Was ist eigentlich die Top 5? Wollen wir das raten? Top 5? Ja, Skandinavien. Denn, okay, Norwegen. Ja. Schweden, Finnland, Japan, Dänemark. Japan. PISA-Studie ist auch außer EU. Ah, ist nur EU? Ich glaube, es ist nur EU. Ja, dann ist ja übelst einfach. Ja, deswegen kriegen wir ja so aus dem Sack. Wenn Amerika uns dabei wäre, hätten wir ja ein paar Leute runtergucken können. Ja, oder? Hab ich mir auch gerade gedacht. Aber nee, PISA-Studie ist EU. Also ich hätte auch keine Chance gegen Finnland. Da möchte ich jetzt mal Deutschland in Schutz nehmen. Das mache ich nicht oft. Wirklich Top 5 in PISA gegoogelt. Es kommen die besten Sehenswürdigkeiten in PISA. Lass mich raten, der Turm ist mit dabei. Nee, überrascht nicht. Was? Mein Gott. Während du. Also. Nee, es ist international. Ah, okay. Japan, Südkorea, Finnland, Norwegen, Dänemark. Denn die Schweden sind dumm. Die sind nicht dumm. Ich mache nur Spaß. Ich liebe die Schweden. Ich muss die Dänen reden. Sind dumm. Hey! Ja. Weiß ich nicht. Der Däne an sich ist Rassist. liebe immer Sätze mit an sich. Liebe ich. Okay, ich höre. Also es hat ein Land einen ersten Platz belegt, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass es... Mazedonien. Es ist nicht Mazedonien. Georgien. Welcher Kontinent? Europa. Hat den ersten Platz. Ja, das kann ich nicht glauben. Schweiz. Nee. Österreich. Nee. Keines von den skandinavischen Ländern? Nee. Frankreich. Nee. Bulgarien. Nee. Ungarn. Nee. Portugal. Nee. Luxemburg. Nee. Belgien. Polen. Nee. Polen. Nee. Tschechien. Nee. Ist Russland EU? Ja, Nein. Nein. Russland. Nee. Serbien. Nee. Montenegro. Nee. Kroatien. Nee. Zypern. Nee. Griechenland. Nee. Was bleibt denn? Ey, ich bin die auch gerade. Was fehlt denn noch? Du hast, glaube ich, alle mediterranen Länder. Oder ich habe versucht, alle. Italien hast du ja auch. Ich habe versucht, das ist doch kein Kleinscheiß, nicht Monaco oder so. Das ist kein Bullshit. Kein Bullshit. Hat mir Italien schon gesagt. Haben wir Belgien schon gesagt? Ja, habe ich schon. Belgien hatte ich schon. Holland. Nee. Holland wäre ein guter Guest gewesen. Die Niederlande sind nicht schlecht, ja. Wir sind Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland hatten wir alle schon. Luxemburg. Nee. Hab ich auch schon gesagt? Auch nicht die baltischen Staaten. Ja, Lettland! Nee, das Litauen! Sag ich ja, ist nicht. Ganz Ach, kurz, ganz kurz, baltische Staaten, das war auch klar. Ja. Also, hä? Nicht das Baltikum. Hä, aber wenn es nicht Skandinavien ist? Das ist nicht Frankreich. Ey, ihr seid wirklich extrem nah dran. Also eigentlich müsste es jetzt kommen. Ja, aber es kommt ja nichts mehr, weil ich habe nichts mehr. Kroatien? Helgoland? Serbien. Legoland? Nee. Das Legoland? Nee. Der Vatikan? Nein. Der Vatikan ist ein Staat. Ich weiß. Also, warum wir es? Keiner. Ich habe nie den Fakt, dass es nicht auf eins ist. Sag jetzt! Irland! Oh, die Iren haben wir vergessen. Ja, Großbritannien auch komplett vergessen. Ja. Irland! Großbritannien ist raus. Stimmt. Ja. Es ist nur, Irland! Es ist nur ein Teil von Irland, der noch in der EU ist. Genau. Krass, ne? Der südliche. Krass. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ja. Da habe ich ja so viele Klischees drüber gehabt. Ja. Na, die Iren haben sich ganz schön entwickelt. Platz Nummer 2, Japan, Platz 3, Südkorea. Ey, guck mal, da war ich ja mit Japan, Südkorea, super. Ja. Sind die Japaner und Südkorea so schlau? Ey, aber ganz kurz. Die können nicht Englisch. Ganz kurz. Sorry. Also, jeder Otto hier kann Englisch. Also. Aber ganz kurz, wenn wir, also, ich möchte mal einmal kurz was sagen. Wenn man jetzt so das Treppchen sieht, man sieht Irland vor Japan und Südkorea. Ja. Glaubt ihr nicht, dass Irland die Ergebnisse vorher hatten? Glaubt ihr nicht, dass das was geleakt? Das kann sein. Die Iren holen doch niemals gegen Japan, sind wir mal ehrlich. Ah. Sind wir mal ehrlich, Jungs. Ehrlich. Ich finde es interessant. Verschiebung. Es sind halt die schlechtesten Fußballmannschaften, ne? Da muss ein Zusammenhang bestehen. Welchem Thema waren wir denn vorher? Das sind die ersten drei, aber was ist 4 und 5? Das will ich noch wissen. Darf ich unseren Schüler und SchülerInnen noch mal kurz das Wort zum Sonntag mitgeben? Ich möchte gerne wissen, wo die Skandinavier sind. Was ist mit denen passiert? Ja, freu mich auch. Wo sind wir? Wir Deutschen! Das willst du nicht wissen. Sag mal, sind wir Deutschen? Ich meine. Wir sind 66 oder so. Sind wir Deutschen? Da gibt es verschiedene Kategorien auf jeden Fall auch. Ja. Mal ganz kurz. Wer ist die Kategorie heiße Weiber? Also singen. Ja, sorry, Falk, aber auch da werden die Skandinavier uns aus dem Wasser ballern. Heiße Weiber. Das wäre so lustig. Einfach so eine mies sexistische Kategorie. Heiße Fickmäuse. Genau. Einfach so völlig daneben. Da glaubst du, dass wir gegen Skandinavien und Osteuropa irgendeine Chance gegen nahezu haben? Jedes Land. Ja, gegen nahezu jedes Land. Oh nein, jetzt verlieren unsere ganzen letzten weiblichen Hörerinnen.
Es gibt die folgende, ich bin gerade wie so ein schlechter Pressesprecher. Also, es gibt da folgende Disziplin. Ja. Und zwar, Disziplin 1, geile Fickmäuse. In Disziplin Nummer 1 ist quasi Lesekompetenz. Ey, da sind wir nicht gut. Da sind wir nicht gut, das sag ich dir jetzt schon. Kannst du mal vorlesen, was das, Wo sind wir da? Warum ist hier alles hinter einer Paywall? Ja, natürlich. Das muss alles gepaywallt werden. Die PISA-Studie ist auch noch hinter einer Paywall. Ja, die wollen uns klein halten, Jonas. Die wollen uns doch blöd halten, die da oben. Das ist wahrscheinlich nur Clickbait, dass Irland Nummer 1 ist. Und dann klickst du da drauf, das stimmt überhaupt nicht. Ja, das ist völlig gelogen. Ja. Ivan, brauchst du noch ein bisschen? Weil da würde ich unseren Schülern und Schülerinnen wirklich kurz das Wort zum Sonntag mitgeben. Ja, mach mal. Es geht auch wirklich ganz schnell. Mach mal Kamera. Diese Seite ist wirklich. Ihr Lieben, ich möchte einmal ganz kurz sagen, ich fand das in der Schule damals, ich war nicht gerne in der Schule. Und wenn ihr auch nicht gerne in der Schule seid, dann ist es vollkommen okay. Dann werdet ihr alle Comedians. Ihr werdet das durchhalten. Ja. Und ganz wichtig ist, die versuchen euch da fürs Schweinesystem zurechtzustutzen. Mhm. Ne? Und das ist, ihr müsst das nicht machen. Ihr müsst euch nicht klein halten lassen. Ihr könnt selber denken. Falk, trotzdem, ne? Sich Wissen aneignen und lesen und schreiben und rechnen lernen. Ist an sich toll. Super. Ist eine super Sache. Super. Lasst euch das nicht madig machen. Ich Absolut. War scheiße in Chemie, weil ich schlechte Lehrer hatte. Mhm. Und dann musste ich es an der Uni noch mal lernen, habe ich festgestellt, ist gar nicht so schlimm. Selbes mit Physik eigentlich. Absolut. Er hat recht. Physik hatte ich einen guten Lehrer. Wisst ihr, was das Ding ist? Wir haben beide recht. Ja. Wir haben beide recht. Aber lasst euch nicht klein halten. Lasst euch nicht nur für den Arbeitsmarkt formen, damit ihr der Volkswirtschaft zutunlich seid. Genau. Das ist nicht, worum es im Leben geht. Ja. Im Leben geht es darum, welches Land die heißesten Fickmäuse hat. Das ist alles, worum es geht. Männliche und weibliche. Und Trans-Fickmäuschen. Ja, alles. Weil auch immer ein Fickmaus ist. Ganze, deswegen, lasst euch nicht in eine Form pressen, in die ihr nicht gehört. Ja. Das ist meine, das möchte ich den Schüler und Schülerinnen gerne mitgeben. Sonst läuft ja das L durch die Gegend. Das braucht keiner. Ja? Und Ivan. Großes L. Hast du unsere Lesekompetenz so schlecht gemacht, dass wir im Platz nach unten sind? Stimmt, ich präsentiere ja quasi. PISA Scores 2022. Also, so, bitte. Aber in welcher Kategorie? 2023. Ja, genau, aber in welcher Kategorie? Naja, aber ist egal, Hauptsache irgendwas ohne Paywall. Ja. Das ist erstmal das Wichtige. Ist echt wirklich, ich glaube, das machen die. Bist du auf Wikipedia? PISA-Rankings, okay, warte mal ganz kurz. Das muss doch auf Wikipedia geben. Kann jetzt nicht so schwierig sein. Begul du mal parallel. Ich glaube, das ist nämlich wirklich ein bisschen tricky. Okay, bei mir klappt es nicht. Guck mal, es ist einfach eine Seite, die leer ist. Er hat rechts wirklich eine leere Seite. Muss einfach nur ein bisschen warten, bis sie lädt. Ach stimmt, sie lädt hier nicht. Global Education. Ja, Tech Support. Ich weiß doch, was passiert. Ah, lustig ist das. Lustig also, ist das. So, PISA-Studie, Deutschlandfunk. Gucken wir doch mal hier rein. Zu welcher Spiele? Der Schwerpunkt lag auf Mathematik. Okay. Es gab Mathematik, Die besten Ergebnisse erzielten wieder Singapur, gefolgt von den anderen ostasiatischen Ländern wie Japan und Südkorea. Also da, wo noch mit harter Hand regiert wird im Unterricht. Mhm. In Europa sind Estland und die Schweiz die Spitzenreiter. Ja. Beim Lesen landet Irland sogar international auf Platz 2. Passt, irische Dichter? Ne? Wir haben die deutschen Schüler abgeschnitten. Die deutschen Schüler haben 2022 in allen dreien Bereichen deutlich schlechter abgeschnitten als noch 2018. Im Fach Mathematik kamen sie auf 475 Punkte und lagen damit im OECD. Aber tschüss. Wir sind im Mittelfeld. Ja, okay, aber also ja. Wir sind im Mittelfeld. Die lassen ja völlig aus, dass vielleicht nicht jedes Land die Pandemie gut gehandelt hat, was das Unterricht stimmt. angeht. Ja. Weil die haben halt mal vor 4 Jahren war es besser. Ja klar, vor 4 Jahren war keine Pandemie. Ja, sind wir doch mal ehrlich, Freunde, das deutsche Bildungssystem ist ja auch kaputt. Ja. Das sind übrigens, ich finde, es gibt so Sätze, die kannst du immer sagen. Ja. Und der Satz, das deutsche Bildungssystem ist ja kaputt. Ja. Immer, wenn nichts mehr geht, es ist kurz Ruhe am Tisch, das ist einer dieser Sätze. Da wird nie wieder jemand. Das und willst du noch ein Bier? Willst du? Ja. Das sind einfach Sätze, die lässt dir jeder durchgehen. Ja. Ivan, du musst noch eins ziehen und dann. Ich wusste es ja schon. Also, ich würde sagen, jeder macht noch eins. Ja. Also, warte mal, macht jeder noch eins und dann. Aber du musst eigentlich trotzdem zu was. Sonst hören die Leute das ja nicht, was du dazu zu sagen hast. Schule, Apple, gutes Jahr für Apple. Ja, das ist aber immer ein gutes Jahr für Apple. Ich versuche mich aber den Konsum nicht ganz zu beugen. Also, ich habe zum Beispiel nicht diese AirPods. Also, Ich habe ein iPhone, ein iPad und mein Mac Mini. Mehr habe ich nicht. Also ich habe nicht diese fancy AirPods. Ich benutze meine ganz normalen Kopfhörer. Ich versuche den Konsum komplett. Also ich versuche es. Ich bin da drin. Ich bin in diesem goldenen Käfig gefangen. Ja. Aber ich versuche mich nicht komplett zu beugen. Würdest du Apple-Unterhosen kaufen? Nee.
Ich würde aber gerne die Apple-Brille ausprobieren, weil die sieht wirklich krass aus. Also ausprobieren würde ich die auch. Ich würde nicht 4.000 Euro dafür zahlen. Exakt. Aber, die AR oder die VR? Über welche reden wir jetzt? Diese neue krasse, die die rausgebracht haben, wo du wirklich die aufsetzt und du bist einfach... Also eine VR-Brille, genau. Okay. Und weil das, was ich gehört habe, soll wirklich krass sein. Baue ich dir genau. Aus dem Schuhkarton. Ja, genau. Na, sieh, mach da dir da. So, zwei Löcher reinpanschen. 3D. Hey, das hat zum Glück so einen eckigen Kopf. Ja. Und, ich habe mir so ein VR-Ding geholt, aus Plastik, sieht auch ein bisschen ordentlicher aus, aber da schiebst du einfach dein Handy rein. Ja. Ne? Und du kannst ja dann auch umschalten auf das. Und? Ist interessant. Wie sind die, wie sind die Pornos drauf? es funktioniert nicht so gut. Nee. Habe ich schon fast geglaubt, dass das noch. Also zumindest noch nicht auf Handys so weit ist. Ja, doch, es geht schon irgendwie. Und ich habe ja auch ein relativ altes Handy. Ich glaube, dann so. Da wäre zum Beispiel wahrscheinlich ein iPhone, neues iPhone. Ja, oder so ein neues Google-Phone, ne? Bin ich ja auch sehr zufriedener Kunde. Ja. Also, ich habe. Also, hier steht Bundeskanzler. Ja. Es ist aber zum Glück. Ein bisschen falsch geschrieben, deswegen würde ich daraus gerne Bundescarsten machen. Ja. Weil Bundeskanzler langweilt mich jetzt schon. Bundescarsten wissen wir alle, Carsten Stahl. Das ist unser Bundescarsten. Tolles Jahr. Wie geht's dem? Immer noch wütend. Stocksauer, den Grünen geht's gut. Ja. Also für Carsten Stahl war es ja das perfekte Jahr, muss man ja sagen. Weil der hasst ja die Grünen schon immer. Ja. Der kam ja grünen hassend auf die Welt. Ja. Und der Deutsche hasst ja gerade die Grünen richtig krass. Ja. Also das ist ja wirklich völlig verrückt. Carsten Stahl fährt nicht mal bei Grün, weil er das boykottiert. Ja, exakt. Der fährt nur bei Gelb. Wenn ich grün sehe, dann fahre ich nicht. So. Ich bin Carsten Stahl gegen Mobbing. Genau. Weil das ist unverhandelbar. So. Pass mal auf, wenn du nicht weiter provozierst, dann sehe ich grün. So ein Klassiker von ihm. Und deswegen, je mehr Leute die Grünen hassen, desto besser geht es Carsten Stahl. Ja. Und deswegen muss man sagen, Carsten Stahl, top, ja. Die Leute lieben Carsten Stahl. Also wisst ihr mehr? Also wütender ist, auf ihr Pump bis oben hin. Boah. Kriegst kaum noch mehr Testo Carsten in den Kinkkörper. Gegen den Hulk. Was ein Match. Ich glaube, das ist so ein wirklich. Ja. Wow. Ich sag mal so, die ganzen Bauern, die jetzt irgendwie alle auf die Straße gehen wollen und die dann irgendwie doch. Wer hätt's gedacht? Wer hätt's gedacht? Die sind ja alle offen rechtsradikal. Das hätte ja niemand gedacht. Wie sie da irgendwelche Leute aufhängen wollen und die Regierung muss umgebracht werden. Das hätte ja niemand geahnt. Ich denke, das sind die Leute, die Carsten Stahl mögen. Davon gibt's gerade viele. Deswegen Carsten Stahl 2023. Tolles Jahr und nächstes Jahr wird er dann Reichskanzler, wenn wir alle wieder im Faschismus leben. Ja. Das ist meine Prognose für 24. Carsten Stahl wird unser neuer Diktator. Vorteil ist natürlich, er braucht kein Mikrofon oder irgendwas für öffentliche Reden. Nein. Man hört ihn auch so. Ja, man hört ihn so. Also. Kruppstahl wird auch zu wirklich. Ich habe auch das Gefühl, wenn Carsten Stahl irgendwo im Wald steht und so ein Video aufnimmt, kann ich das in meiner Wohnung auch leise hören. Ja, so eine Frequenz, die man sagt. Jedes Radio. Ja. Er hat eine Frequenz blockiert. Es ist der Typ ist ein Volkssender. Das ist 88,8. Allerdings ist es 88,8. Ja, das wäre mein Ding. Vom Bundeskanzler weiß ich nicht, habe ich nichts mitbekommen. Ich nehme an, schlechter Job. Wie immer. Ja, aber der ist auch eine Wurst. Ja, der ist eine Wurst. Aber der braucht ja jetzt nicht meinen Take zu. Nee. Wie auch immer ihr ihn findet, ist wahrscheinlich richtig. Weil ist einfach eine kleine Wurst. Ist auch nicht der schlimmste Typ jemals, aber der macht halt nichts. Ist halt so ein Aussetzkanzler. Er hat ja dann zwischendurch probiert, eine harte Kante zu fahren. Und was hat er natürlich gemacht? Einfach gegen Ausländer schießen. Ja, so, das halt immer geht er immer. Ja, das ist deswegen. Das Einfachste. Ist eigentlich auch nur Angela Merkel mit Glatze. Also es ist alles nicht so spannend. Habe ich auch keinen spannenden Take drauf. Ist genauso langweilig. Also aber nicht so volksnah wie Angela. Die Angie, die mochte Angie. Angie war auch nicht volksnah. Nee, aber die war so die Mutti. Also es gab ja, ja aber es hat doch erstmal 14 Jahre gedauert. Ja, aber man hat bei der, glaube ich, auch immer gedacht, so, die ist gewieft. Und das denkt man bei ihm nicht. Nee, dabei ist das auch. Du wirst nicht Bundeskanzler, wenn du nett bist. Ja, ja. Können wir ja auch ehrlich sein. Nee, also nett sowieso nicht, aber ich. Der ist auch gewieft, der ist auch Machtpolitiker. Ja, ja. Aber ich glaube, sie ist noch taktischer gewesen. Mhm. Die hatte auch. Ja. Also zumindest hat sie irgendwie kam das durch. Ja. Also das sieht da. Vor allen Dingen, weil die hat ja die ganze CDU ausgeschaltet. Ja, ja. Und sich alle ausgeknipst. Ja. Die war so wie. Ich will ja nicht so ein Hitman-Teil mit Angela Merkel haben, als Hauptfigur. Ja. Ja. Das hast du, Jonas. Ich habe NBA. Oh, das wird interessant. Ja, nee, weil ich leider NBA überhaupt nicht verfolge. Deswegen aber deswegen wird es ja interessant. Nutze ich eine Page aus deinem Book und ändere das leicht ab zu NLE Chopper. Was? Ja. Verändere das gerne. Ist ein Rapper aus Amerika, kriegt gerade massiv durch die Decke. Und holy shit. Hat der, also, das ist Crack. Was ist so sein Wie? Stil? Also, das ist Crack. So, was meinst du? Das ist richtig Crack. Ne, das ist so was richtig, heißt das? Richtiger Drogendealer aus dem Drogensumpf. Okay. Wo du auch denkst, so, der ist in der dritten Generation Crack, Baby. Und der ist richtig aufgedreht. Also der. Ja, so, der hat Energie, der Bruder. Wie siehst du sein Äußeres? Also, wie würdest du ihn vermitteln? Wie heißt der nochmal? NLE Chopper.
N-L-E Chopper. Geiler Name. Memphis Rap, Riesenstar jetzt gerade auf dem Weg nach oben. Absolut Trash. Wahnsinnig viel mit Gewalt verbunden. Es gibt wahnsinnig viele Taten um ihn herum und mit ihm. Und man weiß, also ich glaube, es geht nicht lange gut. Aber jetzt gerade krasser Hype. Und er hat ein sehr erfolgreiches Jahr, muss man ihm lassen. Und gibt auch ein paar Tracks, die ganz cool sind. Aber meistens ist er eigentlich nur gut als Feature. Klassischer Feature-Rapper. Zeig mal bitte, ich find's gerade nicht. Ich find's auch nicht. Ah, aber ich, auch, ich bin auch gerade schlecht im, im Internet haben. Im Internet sein. Wie habt ihr denn Chopper geschrieben? Das würde mich jetzt mal interessieren. C-H-O-P-P-R. Chopper. Wie man spricht auf Deutsch, Junge. Chopper. Oder? Habe ich es richtig geschrieben? C-H-O-P-P-E-R. Chopper. Da ist er doch. N-L-I Chopper mit A. Der Choppy. Choppy. Der ist er doch. Der sieht ja aus wie Ria Koteletten-Toni. Ist doch voll der charismatische Mann, oder? Ja. Locker Scheißmucke. Charismatisch, oder? Aber auch völlig durch. Loco. Sag mal, ist Scheißmucke, oder? So weit will ich nicht gehen. Sieht nach Scheißmucke aus. Sei mal ehrlich. Nee, sag mal jetzt. Schon Scheiße, ja, oder? Wenn ihr Drake mögt und solche Sachen, dann mögt ihr solche Sachen auch. Okay. Er ist halt sehr viel aggressiver als Drake, aber... Okay. Ja. Hat er denn so eine besondere Stimmfarbe oder ist es so... Wir können ja mal ganz kurz... Oder ist er gerade einfach nur der heiße Scheiß, weil man mal wieder einen neuen heißen ja. Scheiß braucht? Nee, manchmal ist er auch einfach nur... Also weißt wenn ihr guten Rap oder guten neuen Rap hören wollt, dann solltet ihr euch eher Big X The Plug oder sowas anhören. Mhm. Aber wenn es knallen soll, also so richtig, dann ist NLE Chopper... Oh, ansonsten gibt es noch eine deutsche Rap-Empfehlung von mir, Shogun. Shogun, S-C-H-O-O-G-O-N, Shogun. Gibt keinen deutschen Rap. Ja. Jetzt ganz kurz anfangen, bevor er... Und Nina Chuba. Nina Chuba. Ja, ja. Mega neue... China Nuba. Viel Spaß. Big X. Alles zusammen. Toll. Da ist er doch. So, und dann hören wir einfach mal hier ja. rein. Das ist der das Track, ist doch kein Rap, ist das? Den ich am meisten doch, mag. Doch. Das ist kein Rap. Aber das liegt wieder an, ich mag Big X The Plug und die haben zufälligerweise eine Kollabo. Mein Gott, wie viel Werbung kommt denn hier? Eine Pizza plus eine Side ab 7,99? Nein, nicht die Firma sagen, nicht die Firma natürlich sagen. Natürlich ist es Pizza. Ja, ja, wir haben über Pizza geredet. Ja. Und? Okay, ja, wir hören mal rein. Ja. Ah, ah, ja. Ja. Pizza, Patze, putz die Zähne, putz ja. schön die Zähne. Backenzähne, schneide Zähne, schrubb, schrubb, putz so, die Zähne. Da muss auch mal ganz was sehen. Wir müssen natürlich drüber reden. Finde ich wirklich furchtbar. Finde ich ganz, ganz schlecht. Hat halt eine enorme Energie drin, was ja. Sich gut überträgt auf junge Leute. Ja, absolut. Aber das ist richtig krass gemacht, das Video, ne? Also finde ich. Nee, eigentlich ist das mit wahnsinnig viel After Effects. Ja, einfach hätte ich auch gerade geklatscht. Gedacht. Aber das ist ja auch ein Style. Das ist ein ja, bisschen trashig gemacht. Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch wirklich ein Stilmittel inzwischen. Ist auch alles gefilmt in einer Basketballhalle. Und deswegen ja. ist es ein NBA-Ding gewesen. Ah! Got it in one. Ich glaube, kurz... Fand ich was war denn gut in der NBA dieses also, Jahr? Also die NBA ist, also wenn ihr nichts mit Basketball im Hut habt und euch ein bisschen dafür interessiert, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um einzusteigen, weil alte Stars haben gerade nochmal so ihre... Ich wollte sagen, Shaq ist weg. Shaq ist schon lange weg. Ja, ja, aber ganz viele alte Stars wie LeBron James, Stephen Curry sind so auf ihren letzten Metern und haben noch... spielen wundervoll Basketball und es gibt ganz viele neue Basketball-Stars, die schon aufblühen. Das heißt, jetzt so ein bisschen zwischen den Nenn Generationen. Nenn mir ein. Luka Doncic. Den hab sogar ich mitbekommen. Ja. Ja, also jetzt hast du den einzigen Osteuropäer wieder ausgesucht. Ja, Osteuropäer dominieren gerade die NBA. Wie ist nochmal der MVP gerade? Nikola Jokic. Ja, Nikola Jokic. Der ist ja auch irgendwie... Der ist verrückt. Und ja, aber gerade am greatest das, of all time. War das ein krasses Jahr für Basketball. Deutschland ist ja Basketball-Weltmeister geworden. Das stimmt. Und ja, jetzt ist ja quasi das Ego von den USA gekränkt. Weil ja. Und jetzt freue ich mich auf Olympia nächstes Jahr in London, weil da will natürlich die USA ja. jeden hinschicken. Ja. Und die Deutschland hat ja, gerade... wirklich jeden. Ja. Also alle. Deutschland ist gerade unglaublich toll repräsentiert in der NBA. Wir haben Dennis Schröder, wir haben die Wagner-Brüder, wir haben Daniel Theiss. Also es gab noch nie so viele deutsche Talente. Also Andi Obst. Andi Obst ist nicht in der NBA. Schade, ey. Aber Andi Obst ist der geilste Typ überhaupt. Ey, ist der beste Name aller Zeiten. Andi Obst auch allgemein, ist so ein guter Name. Auch allgemein solider Typ. Ja. Und, ganz liebe Grüße an Andi. Andi ich wünsche wirklich, würde Andi Obst und ich freue mich sehr, weil, wie Franz Wagner es gesagt hat, deutscher Basketball ist sexy. Also, guckt euch das an. Es kann manchmal verwirrend sein, so ganz viele, also so, aber wenn man erstmal, wenn man sich ein Tutorial angeguckt hat. Ja, das lernt er schon. Muss ich mitdenken. Basketball live macht einfach auch unheimlich viel Spaß. Angenehme also, Fans, angenehme. Genau. Also, ich war ein paar Mal bei genau. Alba, 100 Mal angenehmer es als ist wirklich, genau, super. Es passiert die ganze Zeit was. Ja. Ist ein toller Sport. Jetzt
perfekte Zeit, um einzusteigen einfach. Jetzt investieren. Jetzt investieren. Investition in, genau. Investitionen. Genau. Ich habe noch eine Sache. Genau, ich weiß auch gar nicht, weil wir das haben, jetzt haben wir schon ein bisschen so Wirtschaft. Hätte ich dir diese Begriffe meinen Geschwistern gedacht? Ich hätte es nicht. Nein! Also ich hätte Bundeskanzler, interessant ja. auch, ne? Ja. Also die sind neugierig. Das ist ja gut. Wirtschaft, es war Wirtschaft. Ein gutes... Also, es war ein gutes wirtschaftliches Jahr für uns. Vielen Dank an alle Patreons. Ja. Nee, das ist, kann man auch nochmal zum Jahresabschluss sagen. Kann man mal ehrlich sagen. Genau. Das, ey, wir alle konnten dieses Jahr nur von Kunst leben, stimmt das? Ja. Das ist mit fast der Traum. Insane. Ja, ist das ist der Traum. Also, es ist wirklich der Traum. Von dem Scheiß hier leben können, ist schon verrückt und geil. Kann man ja auch mal ehrlich sagen. Schon geil. Wir ackern auch alle. Ja, also, sicher. Ist nicht. Ah, das, ja. Ich habe auch nicht gesagt, dass es ein Selbstläufer ist, sondern einfach nur von wegen... Ja. Nein, ne? Also ihr kennt ja wahrscheinlich alle die Rede von Dana Gold bei, weiß gar nicht, wo er die Rede gehalten hat. Das war bei irgendeiner Verleihung von irgendeinem Emmy, hat Dana Gold, ein sehr guter amerikanischer Comedian, eine Rede gehalten, die ich mir ab und zu mal wieder anhöre, weil es da sehr darum geht, so ein bisschen zu gucken, wo man eigentlich selber steht und nicht immer nur dieses ganze, der über mir spielt den Raum, der größer ist, der neben mir spielt den Raum, der so und so groß ist, sondern zu sagen, wenn ihr zu den Leuten gehört, die gerade davon lebt, das zu machen, was ihr gerne macht, was in unserem Fall Comedy ist, ist man da schon sehr auf der Gewinnerseite. Ich glaube, wenn unser 13-, 14-jähriges Ich gesehen hätte, dass wir hauptsächlich einfach nur Scheiße labern und dann irgendwo hinfahren, um dann da Scheiße zu labern und davon zu leben. Aber gut strukturierte Scheiße. Absolut. Ja. Da muss Struktur rein. Da gehen wir schon drüber. Aber ganz ehrlich, 15-jähriger Falk würde die Kinnlade runterfallen, während er gerade schulschwänzend WoW spielt, zu sehen. Und die Pizza-Studio drückt. Und die Du hast jetzt zweimal runtergerissen. Absolut. Der einzige Grund, warum Österreich vor uns ist, war ich. Das ist so ein Ding, ne? Es kam ja manchmal so ganz kleine Winnie-Skandale, dass so Schüler, die besonders schlecht waren, dass sie sozusagen gebeten wurden, an dem Tag zu Hause zu bleiben. So geil. Ja, das habe ich auch einfach gemacht, um die Statistik zu retten. Das haben die sehr oft bei mir gemacht. Ja, cooles also Jahr. Ich bin da ganz bei Falk. Vielen, vielen Dank auch für den Support über das ganze Jahr. Wir freuen uns sehr auf das nächste Jahr mit euch. Es wird tolle VMP-Sachen geben, es wird tolle VMD-Sachen geben. Genau. Und vielen, vielen Dank an alle. Vielleicht noch eine wichtige Sache, über die wir gestern geredet haben mit Stefan Danziger. Weißt du noch? Ach so, genau, es ist natürlich immer noch sehr viel Leid in der Welt. Klingt komisch, das jetzt nochmal auf den letzten Metern einzuleiten. Aber falls ihr die Möglichkeit habt... Zum Jahresende kann man das auch ruhig nochmal sagen, dass es auch Sachen gibt, die man, die man noch angehen muss weltweit. Und nur weil jetzt zum Beispiel in einem Teil der Welt, nämlich in Gaza, wahnsinnig viele schlimme Dinge passieren, heißt das ja nicht, dass zum Beispiel der Ukraine-Krieg vorbei ist. Ja. Der läuft immer noch. Und Stefan Danziger, der mit dem Ivan ja auch mal eine längere Folge darüber gemacht hat, der ist da sehr gut drin, der kennt sich aus mit der Materie und der hat uns einen Mann näher gebracht, der der regelmäßig in die Ukraine fährt und Sachen liefert. Also wir reden hier über medizinisches Equipment, nicht über Waffen oder so. und der macht das praktisch privat und bereichert sich jetzt daran nicht, das ist kein Geschäft oder sowas. Und der opfert sich wirklich auf, der ist so oft gefahren, dass sein Auto kaputt gegangen ist jetzt. Sein Privatauto, und wenn die Straßen halt zerbombt sind und schlecht und so weiter. Und der muss jetzt sein Auto reparieren und das wird ein paar tausend Euro kosten. Und da haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht sammeln könnten und uns ein bisschen beteiligen können daran, dem sozusagen unter die Arme zu greifen, weil der wirklich gute Arbeit macht. Ihr könnt ihn selber auf Instagram verfolgen. Da heißt er Ellie on the Road. Das können wir auch nochmal auf Instagram selber dann reposten. Folgt dem mal, da könnt ihr euch den auch angucken. Und wir werden uns einfach vielleicht bis nächste Woche überlegen, wie wir das am besten machen, dass wir Spenden sammeln können. Naja, ihr könnt dort spenden, wenn einfach mit der Notiz, dass ihr das vielleicht von uns gehört habt. Oder einfach uns bei PayPal was PayPalen und wir schicken das einfach rüber oder so. Ich guck mal gerade ganz kurz, ob der in seinem Instagram-Account irgendwas hat. Hundertprozentig. Und denkt dran, Freunde, es ist eine gute Sache. Können wir ja einfach ehrlich sagen, es ist eine sehr gute Sache. Ja. Und das könnt ihr auch steuern, ne? Könnt ihr abschreiben noch. Ja, er hat, also, wenn ihr auf den Account geht, ellie.on.the.road. Wir verlinken das auch nochmal. Wir verlinken das auch nochmal auf Instagram und auch hier unten in der Beschreibung. Der hat auch einen PayPal-Account da und ihr könnt halt seine Posts sehen, wie er unterwegs ist, was er da alles so macht, dass ihr euch nicht wundert und dann könnt ihr, oder nicht fragt, ob das jetzt wirklich der Richtige ist, ne? Aber Stefan kennt den auch und hat uns gesagt, das ist immer besser, man sieht wirklich direkt, was man macht, das ist irgendwie, also alles ist gut, jede Art von Spende ist gut, aber ich finde es immer so, wenn man Roten Kreuz rennt, also ist man nicht so nah, als wenn man das macht. Und der hat halt jetzt, wie gesagt, sein privates Auto
kaputt gefahren durch diese ganzen Touren, die er da gemacht hat. Zuletzt musste er irgendwie 3 Tage fahren, weil er nur noch 30 km/h machen konnte mit dem Ding. Also schon völlig im Eimer, ja, war das gerade noch so zurückgeschafft nach Deutschland. Und da wäre es sehr, sehr nett, falls ihr gerne zum Ende des Jahres noch was Gutes tun wollt. Spenden kann man, glaube ich, auch absetzen, aber egal. Kann man. Dann supportet doch so jemanden, wo ihr auch wisst, wo das Geld hingeht. Ja, so, das wäre eine gute Empfehlung. Das wäre wirklich toll. Ja. Genau. Dann vielen Dank. Ey, guten Rutsch! Guten Rutsch! Und, vielen, vielen Dank. Komm gut nach Hause. Nehmen Sie mal die volle Kaution. Gott schützt das Internet. Sehen wir uns nächstes Jahr, ihr Mäuse. Tschüss. Mua. Verprügelt. Punchlines. Verprügelt. Verprügelt mit Punchlines.